Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Karl-Renner-Institut. Mein Name ist Maria Malcznik, ich bin die Direktorin des Renner-Instituts und freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zu diesem Vortrags- und Diskussionsabend, in dem wir uns mit einem Begriff beschäftigen, der ja einer der vier sozialdemokratischen Grundwerte darstellt, und zwar ist es jener der Freiheit. Ganz akut wird ja eine unübersehbar hitzige Debatte in unserer Gesellschaft geführt, die sich im Wesentlichen darum dreht, wie weit der Staat wessen individuelle Freiheit einschränken darf und soll, um bestimmte gemeinsame Ziele zu erreichen. Und darüber hinaus diskutieren wir ja schon seit Jahren, ob sich in der westlichen Welt autoritäre, illiberale politische Modelle verbreiten oder beziehungsweise durchsetzen gegen eine Grundordnung, die auf Freiheit und Demokratie beruht. Die Diskussion über Freiheit ist eine hochkomplexe, die es, glaube ich, verdient, sich intensiv und konzentriert damit zu beschäftigen. Und wir haben heute zwei Gäste bei uns im Renner-Institut, die uns helfen, die Dinge so strukturiert wie möglich zu betrachten. Wir werden zu Beginn einen Vortrag von Christoph Möllers hören. Christoph Möllers ist Jurist. Er hat 2009 einen Lehrstuhl für öffentliches Recht an der Humboldt-Universität Berlin inne. Er ist mehrfach preisgekrönter Publizist. Rezensenten nennen seine Arbeit, ich zitiere, Einübungen in politisches Denken, gegenwartsnah und auch kühn. Vergangenes Jahr erschien bei Suhrkamp sein Buch Freiheitsgrade, Elemente einer liberalen politischen Mechanik. Außerdem ist bei uns heute Maria Berger. Sie war Justizministerin hier in Österreich und bis 2018 dann auch Richterin am Europäischen Gerichtshof. In ihrer Amtszeit als Ministerin wurde die Gründung der heute so berühmten Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf Schiene gebracht. Und wir freuen uns auch sehr, dass wir deine Perspektive auch auf die Diskussion über die Freiheitsgrade heute bekommen. Bevor ich jetzt Christoph Möllers auf die Bühne bitte, noch zwei organisatorische Hinweise. Ich schaue in die Runde, das ist offenbar, gibt es eher eine hohe Sensibilität, und danke auch, dass alle getestet und viele getestet und alle auch geimpft heute gekommen sind. Wir empfehlen auch eben so weit wie möglich die FFP2-Maske zu verwenden. Die Veranstaltung wird heute einmal nicht live gestreamt, wie wir das sonst jetzt viele Monate lang gewöhnt sind, auch einfach um einen vertraulichen Rahmen auch zu schaffen. Wir werden aber die Veranstaltung aufzeichnen und man kann dann Teile davon später auch nachsehen und nachhören. Vielen Dank fürs Kommen noch einmal, und Christoph Möllers, ich würde Sie jetzt gern um Ihren Vortrag bitten. Herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen jetzt in der nächsten knallen halben Stunde so ein bisschen aus dem Buch vorstellen, das halt ein Buch über den Liberalismus ist und das vielleicht den Versuch unternimmt, nochmal darüber nachzudenken, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Liberalismus reden, und das dann eigentlich am Ende sowas versucht zu entwickeln wie einen zeitgemäßen modernen Sozialliberalismus. Das ist eigentlich ein sozialliberales Buch. Ich habe bin darauf gekommen, über den Liberalismus zu schreiben, weil wir, ja, es wurde gerade schon gesagt in der Einführung, natürlich eine große Diskussion führen über den demokratischen Verfassungsstaat und über seine Bedrohung durch den Autoritarismus, und da natürlich uns auseinandersetzen müssen mit sozusagen kleinen und großen Diktaturen, aber auch immer mit uns selbst und der Frage, was eigentlich die Kriterien dafür sind, wann ein demokratischer Verfassungsstaat oder eine demokratische Ordnung, eine freiheitliche Ordnung eine ist und wann nicht.
Und da schien es mir eigentlich interessant zu sein, nochmal über den Liberalismus selber nachzudenken, weil der Liberalismus oder liberale Ideen eigentlich tatsächlich das sind, worüber man streitet. Auch Diktatoren bezeichnen sich als Demokraten, nicht? Also die chinesische Partei, die Kommunistische Partei ganz ausdrücklich jetzt wieder, gerade bei ihrer letzten Versammlung, natürlich auch hält sich Viktor Orban für einen Demokraten und all die anderen, die wir jetzt aufzählen können. Also der Begriff der Demokratie ist auf eine ganz komische Art und Weise von sich einer, auf den man sich selbst dann einigen kann, wenn man sich über sonst nichts einigen kann. Während der Liberalismus tatsächlich das ist, was von autoritären Systemen angegriffen wird, die ganz dezidiert, ich war das berühmte Wort von der illiberalen Demokratie, das ein Amerikaner gefunden, aber das Orban berühmt gemacht hat, aber auch andere, natürlich sowieso kommunistische Systeme, aber auch andere Systeme kritisieren immer den Liberalismus ganz ausdrücklich als das Problem. Und das schien mir irgendwie in eine Richtung zu weisen, in der man vielleicht auch mal darüber nachdenken könnte, warum das so ist, beziehungsweise was wir eigentlich mit dem Begriff verbinden. Und ob wir mit dem Begriff tatsächlich das verbinden müssen, was wir vielleicht in den Parteiensystemen des Westens seit dem Zweiten Weltkrieg sozusagen mit liberalen Parteien, also Parteien wie der FDP oder der FPÖ oder so verbinden müssen. Oder ob wir nicht einen anderen Begriff des Liberalismus entwickeln müssen, der darüber hinausgeht. Denn es gibt, ich denke, das ist nochmal klar auseinanderzuhalten, in gewisser Weise immer so ein bisschen zwei Arten von Liberalismen, über die wir reden, wenn wir von Liberalismus reden. Es gibt den Groß-L-Liberalismus und das ist einfach der des demokratischen Verfassungsstaats. Irgendwie sind wir vielleicht alle, wenn wir für freie Wahlen, Grundrechte und eine offene Meinungsbildung antreten, sind wir irgendwie alle Liberale, ob wir jetzt Rote oder Schwarze sind oder irgendwas dazwischen. Das verbindet vielleicht doch etwas und das, was uns da verbindet, wird jedenfalls von dessen Gegnern als Liberalismus bezeichnet. Und dann gibt es natürlich auch die Klein-L-Liberalen, also diejenigen, die innerhalb dieser Ökumene der Freiheitlichen und Demokraten dann halt im engeren Sinne liberale Parteien gründen und die irgendwie ja vielleicht was damit zu tun haben mit dem großen L, aber was sie damit zu tun haben, ist vielleicht sozusagen im Laufe der Zeit auch nicht mehr so ganz klar. Das ist vielleicht auch bei manchen Parteien, bei der FPÖ würde man vielleicht denken, aber auch bei der FDP manchmal, gar nicht so ganz einfach zu sagen, was sie mit der sozusagen großen Tradition zu tun haben. Das, glaube ich, liegt es nahe, und das ist ein bisschen das Anliegen des Buches, einfach nochmal zu fragen, wovon reden wir einfach eigentlich, wenn wir über Liberalismus reden, oder was ist eigentlich damit gemeint, können wir den eigentlich so einfach definieren, und in dem ersten Teil mache ich mir so ein bisschen Mühe damit, mal so ein paar Dinge durchzuschauen und zu gucken, ob das vielleicht einfach, ob es nicht einfache Definitionen von Liberalismus gibt. Um dann im zweiten Teil so ein bisschen zu versuchen, einen etwas eigenen Entwurf zu machen, wie ein zeitgenössischer Liberalismus aussieht. Und so ein bisschen werde ich diese Spur hier jetzt in den nächsten 20 Minuten auch nochmal verfolgen, zu sagen, also wenn man an Liberalismus heute denkt, im engeren Sinne hat man ganz schnell ein paar Ideen, was das sein könnte, ist damit vielleicht auch so ein bisschen kritisch. Aber wenn man mal genauer hinguckt, sieht man, dass das nicht notwendigerweise, dass der Begriff des Liberalismus gar nicht notwendigerweise etwas damit zu tun hat. Das werde ich an vier kleinen Beispielen mal so ein bisschen versuchen zu erläutern, um dann im zweiten Teil ganz, ganz kurz mal nochmal die Grundthese des Buches vorzustellen, um dann etwas zu sagen zu einer Achse dieses Buchs, das halt Freiheitsgrade heißt, Freiheitsgrade, also Bewegungsspielräume, die unabhängig voneinander sind, nämlich zum Verhältnis von individueller und kollektiver Freiheit, also eigentlich dem zentralen Problem. Und der These halt, dass wir das Problem halt nicht so einfach auflösen können, irgendwie zu sagen, dass etwa politische Freiheit, kollektive Freiheit einfach nur abgeleitet von individuellen Freiheiten sind, sondern dass die offensichtlich irgendwie in einem komplizierteren Verhältnis zueinander stehen. Und wenn man das mal eingesehen hat, ist man relativ schnell bei einem eher sozialliberalen Begriff von Politik. Gut, was ist denn eigentlich Liberalismus? So fange ich aber trotzdem erstmal an und mache erstmal sozusagen so ein bisschen als Negativtour vier Vorschläge, von denen ich glaube, dass die alle nicht so ganz eindeutig sind. Das Erste, was wir, glaube ich, immer schnell mit Liberalismus verbunden ist Staatskritik. Nicht? Also die Vorstellung, dass eigentlich der Staat zu viele Aufgaben hat, dass man Dinge dem Privaten überlassen müsste, dass man sie dem Markt überlassen müsste. Liberale Projekte werden schnell mit Privatisierung und solchen Dingen in Verbindung gebracht. Aber wenn man in dem geschichtlich ein bisschen näher hinguckt, dann sieht man, dass das Programm eigentlich ein Programm ist, das man frühestens in der Nachkriegszeit mit einem Liberalismus im engeren Sinne verbindet. Man kann auch ein bisschen gucken, ob man in 20er, 30er Jahren was findet, aber es ist eigentlich nicht unbedingt etwas, was mit einer großen Selbstverständlichkeit aus dem liberalen Ideenhaushalt kommt. Man würde ganz im Gegenteil sagen, die liberalen Theoretikerinnen und Theoretiker des 18., 19., gerade auch des 19. Jahrhunderts, hatten ein maßgeblich auch ein Interesse daran, sozusagen eine Staatsgewalt aufzubauen, die handlungsfähig und relativ stark war. Nicht zuletzt deswegen, weil das für sie eigentlich immer die Garantie oder die Bedingung der Möglichkeit war, dass individuelle Freiheit in irgendeiner Weise auch entfesselt werden kann. Die Idee war also nicht so sehr die wir heute vielleicht gerade auch in einem eher, sagen heute vielleicht rechts-wirtschafts-eigentumsliberalen Diskurs finden, zu sagen, der Staat unterdrückt das Individuum und muss in irgendeiner Weise selber an die Kandare genommen werden,
sozusagen individuelle Freiheit zu ermöglichen. Das ist ein Gedanke, den es auch immer noch gibt, der hat auch eine wichtige Funktion, wie wir gleich sehen werden. Aber erstmal war der Weg doch ein anderer theoretisch. Der Weg war doch einer zu sagen, wenn wir mal eine Staatsgewalt haben, die sozusagen Freiheit der Individuen, über Freiheit der Individuen abgeleitet ist und diese ermöglicht, dann sind der im Prinzip vielleicht auch gar nicht so eindeutige und starke Grenzen gesetzt, dann ist jedenfalls deren Handlungsfähigkeit auch ein freiheitliches Gut. Das heißt, Freiheit ist auch schon für die frühen liberalen Theorien nicht unbedingt ein Nullsummenspiel. Je stärker der Staat, desto schwächer die Individuen, sondern eher etwas, was sowohl als Bedrohung funktionieren kann, aber eben auch als wechselseitige Verstärkung, indem ein handlungsfähiger politischer Prozess Individuen ihre Möglichkeit gibt, sozusagen ihre Chancen zu verwirklichen, sich sozusagen ihre Fähigkeiten zu entwickeln, ihr Leben zu erfüllen und irgendwie etwas Sinnvolles zu tun. Der eigentliche Gegner, historisch gesehen, des Liberalismus ist deswegen auch gar nicht der Staat, sondern sind eigentlich Korporationen. Also alles, was eigentlich weder als politische handlungsfähige Einheiten noch als individuelle Freiheit rekonstruiert werden kann, sondern irgendwie in diesem Zwischenraum ist, nicht wahr? Also Kirchen, die öffentliche Aufgaben erleben, sagen Zünfte, alles, was in irgendeiner Weise die Unterscheidung zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen vielleicht sozusagen in Frage stellt und in dem vielleicht Freiheit weder individuell noch politisch ausgeübt werden kann. Das ist eigentlich für den Liberalismus das klassische Problem. Und deswegen ist auch gar kein Zufall, dass sozusagen das, was wir heute als modernen Staat uns vorstellen, also einen doch relativ handlungsfähigen, mit einer ziemlich ausgebauten Exekutive versehenen, in alle Verästelungen der Gesellschaft irgendwie auch reinragenden Staat, ob es so gut ist oder nicht, hängt dann auch mal davon ab, was für einer es ist. Aber dass diese Idee vom Staat, auch die Idee der Bürokratie selbst, eigentlich eine ist, die mit dem Siegeszug des Liberalismus selbst im 19. Jahrhundert eigentlich entwickelt und aufgebaut wurde. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sehen. Das heißt, zu sagen, Liberalismus ist Staatskritik, greift zu kurz. Das ist vielleicht heute in manchen Teilen der liberalen Bewegung so, eher vielleicht in der rechten als in der linksliberalen, aber es hat sozusagen mit der Geschichte nicht notwendig was zu tun. Dasselbe gilt bis zu einem gewissen Grade, und das wäre der zweite Punkt, für die Identifikation von Liberalismus und Individualismus. Ich war also der Vorstellung, dass Liberalismus erstmal sozusagen etwas ist, was sozusagen irgendwie das ungebundene und freie Individuum sozusagen als Ausgangspunkt nimmt. Es ist zwar richtig, dass die allermeisten liberalen Staatstheorien irgendwie mit Vorstellungen von individueller Vertragsschließung oder anderen Formen der Selbstbindung beim Individuum ansetzen, aber zu der individuellen Freiheit gehört dann immer auch eine relativ massive Form von Bindung, die meistens früh erstmal moralisch formuliert wird, internalisiert wird. Das hat auch eine religiöse Komponente, zu der ich gleich noch was sagen kann. Die aber irgendwie jedenfalls davon ausgeht, dass das, was so ein Individuum macht, wenn es dann frei ist, nicht einfach so ein Voluntarismus ist, wo jeder sagen tut, was man will, sondern eher was damit zu tun hat, Freiheit dadurch zu gewinnen, dass man rationale Entscheidungen treffen kann. Da könnte auch ein Problem liegen. Müssen wir noch mal gucken, ob das sozusagen uns heute noch zufriedenstellt. Aber jedenfalls ist klar, dass diese Vorstellung, dass ich mache, was ich will, in sehr vielen Theorien des Individualismus eigentlich oder in vielen liberalen Theorien des Individualismus gar keine so große Rolle spielt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist dann auch, dass Institutionen, die sozusagen kollektive politische Entscheidungen ermöglichen, und namentlich das Parlament, nicht wahr, als ein bisschen ja immer noch der Ort, wo wir bis heute eigentlich Politik sozusagen verortet sehen wollen, also kollektive Freiheit wahrgenommen werden sollen, auch wiederum als liberale Institutionen politisch auf die Welt gekommen sind. Nicht wahr? Also der Parlamentarismus ist ganz klar eine Institution, deren Ursprünge sehr viel mit den liberalen Bewegungen des 19. Jahrhunderts zu tun haben und sagen, die Kritik am Liberalismus war eigentlich auch sehr oft eine Kritik am Parlamentarismus, nicht? Und sozusagen seinen Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wiederum ist vielleicht sozusagen die Gleichsetzung hier von Liberalismus mit etwas anderem, hier mit Individualismus, trifft ein bisschen einen Punkt, aber macht es sich dann auch wieder zu einfach. Das gilt dann auch als drittes Beispiel für eine Vorstellung davon, dass Liberalismus eigentlich eine politische Bewegung ist, die man vielleicht durch ihre Haltung zu Religion und öffentlichen Angelegenheiten erkennen kann. Also dazu zu sagen, Liberalismus ist eigentlich eine politische Theorie, die vielleicht am besten dadurch charakterisiert ist, es ist jedenfalls immer ein Kandidat, der auch sozusagen vorkommt, dass man sagt, also ist es eine religionskritische politische Theorie, die sagen, mit Religion selber in der Politik nichts zu tun haben kann. Es ist auch hier wieder nicht so ganz klar, ob das stimmt. Denn vielleicht könnte man es auch anders formulieren. Und wenn man sich wiederum die Geschichte anguckt, wird man sagen, liberale Theorien waren eigentlich bis tief in das 20. Jahrhundert herein nie wirklich in einem harten Sinne religionskritische Theorien. Und die allermeisten liberalen politischen Theoretiker waren eigentlich auch irgendwie
religiös orientiert und haben sich dazu auch verhalten. Das sind sozusagen, kann man gucken, wo man anfängt, bei Hobbes oder bei Locke oder bei Hume, bis in die Gegenwart, bei Kant und so weiter. Sondern sie hatten schon Vorstellungen von Religion, nur sie hatten bestimmte Vorstellungen von Religion. Und das sind eigentlich Vorstellungen, das kann man, glaube ich, so schlicht zusammenfassen, das sind eigentlich Vorstellungen, die in aller Regel protestantisch sind. Man kann sagen, also man könnte auch sagen, in gewisser Weise ist der Liberalismus die politische Theologie des Protestantismus. Die sagt, naja, Religion ist schon wichtig, weil Religion sagen, irgendwie Leute moralisch bindet. Und moralische Bindungen sind eigentlich schon immer notwendig, um eine Ordnung aufbauen zu können, die auf Freiheit beruht. Sonst fliegt uns der Laden um die Ohren. Das ist, ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber das ist erstmal doch eine sozusagen sehr verbreitete Vorstellung wiederum in liberalen Theorien. Was wir nicht so gerne haben, sind dann aber sozusagen die eher etwas skurrilen oder vielleicht nicht so mit so einem vernünftigen Argument darstellbaren Formen von oder Praktiken von Religion. Komische Rituale, öffentliche Prozessionen, schräge Institutionen und so weiter. Das heißt, sehr viel von dem, was wir als Religionskritik in der liberalen politischen Theorie beobachten können, ist eigentlich Kritik an Katholizismus und orthodoxem Judentum oder auch an Islam. Und wenn es schlecht läuft, das können wir bis in die Gegenwart beobachten, dann auch manchmal zu einer etwas intoleranten Form von Säkularismus, in der man eigentlich sozusagen das etwas unzeitgemäße Schräge des Religiösen irgendwie aus dem öffentlichen Raum verbannen will, weil man echt dafür keine wirkliche Rolle mehr findet. Das heißt, auch hier würde man wieder sagen, es ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen, zu sagen, der Liberalismus ist die politische Theorie, die Religion aus der Politik oder aus dem öffentlichen Raum verbannen will oder generell ein Problem mit Religion hat. Man würde vielleicht eher sagen, sehr, sehr viele liberale Theorien waren Theorien, die mit einer modernistischen, eher aus dem Protestantismus kommenden Vorstellung von Religion als einer irgendwie gut vertretbaren, aber irgendwie auch für alle Menschen offenstehenden Alltagsethik versucht haben, eine politische Basis zu bilden. Und das ist dann wiederum etwas, denke ich, das ist ganz interessant, weil man dann auch ganz klar sieht, und das sieht man auch heute noch in den politischen Diskursen, dass dann die Art und Weise, wie Liberalismus in verschiedenen Gesellschaften funktioniert hat, sehr viel doch mit ihren religiösen Ursprüngen zu tun hat. Nicht? Also Liberalismus wird dann sehr schnell säkularistisch oder antikatholisch oder sonst was. Und sagen, ja, das funktioniert vielleicht irgendwie in Deutschland besser als in Österreich und in Schweden besser als in Polen und so weiter. Also das ist dann auch, man merkt dann auch, dass Unterschiede in der Entwicklung des Parteiensystems teilweise etwas damit zu tun haben, dass es dann doch nicht so eine Neutralität ist ja ein wichtiger Begriff des Liberalismus-Theorie, sondern eher eine, die mit ihrer Art von Politik eine gewisse Form von Religiosität vielleicht doch gegenüber anderen privilegiert. Und dann könnte man sagen, das ist der letzte Punkt, den ich mache, in der ganz kleinen Tour de Force durch das Buch, zu sagen, man könnte sagen, naja, und das ist ja vielleicht das, worüber wir alle am meisten heute auch so nachdenken, wenn wir über Liberalismus nachdenken, vielleicht ist Liberalismus einfach die politische Theorie des Kapitalismus. Und vielleicht geht es einfach darum, zu sagen, es ist die Theorie, die den Markt irgendwie entfesselt und die den Markt irgendwie ermöglicht und die sagt, Marktlösungen sind eigentlich die besseren Lösungen gegenüber Lösungen, die irgendwie von staatlicher Organisation oder durch staatliche Entscheidungen gemacht werden. In den letzten 10, 20 Jahren gibt es in der philosophie-historischen Literatur sehr, sehr viel Literatur dazu, sich nochmal anzugucken, wie eigentlich die ökonomischen Vorstellungen der Leute sind, die man heute so als Väter, das sind dann doch meistens Männer, als Väter des Marktkapitalismus sozusagen so vorstellt. Also man guckt sich nochmal Adam Smith an, vergleicht ihn vielleicht auch mal mit jemandem wie Rousseau, was ist eigentlich die politische Ökonomie solcher Leute und sieht dann doch, und das ja doch relativ einhellige Ergebnis war, dass das eigentlich nie Theorien waren, die in dem Sinne sozusagen marktliberal oder staatskritisch waren, wie wir sie vielleicht nach dem Krieg in verschiedenen ökonomischen Schulen, etwa aus Chicago kommt oder so, in der öffentlichen Diskussion gesehen haben. Also diese Vorstellung davon, dass man irgendwie mit Märkten öffentliches, irgendwie gemeinwohlbezogenes, staatliches Handeln irgendwie so richtig ersetzen kann, die Vorstellung findet man eigentlich in den Theorien des 18. Jahrhunderts in der Form überhaupt nicht. Und natürlich und vor allem findet man immer noch auch eine sehr, sehr massive ethisch-moralische Bindung, die dann wiederum sehr viel mit Religion zu tun hat in diesen Theorien und die man sich schwer aus diesen Theorien wegdenken kann. Sodass die ganz große Selbstverständlichkeit, mit der man sagt, Liberalismus ist die Theorie des sozusagen eher deregulierten Kapitalismus, so in den Anfängen des Liberalismus eigentlich nicht so richtig eine Stütze findet.
Und das Gleiche gilt dann aber eigentlich auch, wenn man im 19. Jahrhundert nachguckt und gerade bei den Engländern, den Angelsachsen, die ja nun eine sehr große Tradition haben, also Leute wie John Stuart Mill, Hobson, es gibt eine große Tradition von Leuten, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auch unter der Flagge des Liberalismus über Wirtschaftspolitik nachgedacht haben und eigentlich alle relativ fleißige Regulierer waren. Also mit der kurzen Unterbrechung des Manchester-Kapitalismus in den frühen 1820er, 30er Jahren fiel mir in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine Masse an Theorie, die sagt, es ist relativ klar, dass wir also, um Armut zu verhindern, aber auch um Effizienz zu ermöglichen, so weiter, eigentlich sozusagen Regeln brauchen, die staatlich gesetzt sind. Und das setzt sich so weit fort, dass jemand wie Ludwig von Mises, ein großer neoliberaler, wirklich hardcore marktliberaler Theoretiker, der hier in Wien in den 20er Jahren angefangen hat, im Grunde über diese Fragen nachzudenken, in einem Buch, das dann auch Liberalismus heißt und irgendwann auch, wann ist es erschienen, 29, glaube ich, ganz umgekehrt zu dem, was wir heute so denken würden von der Verteilung der Ideologien, sich darüber beklagt, dass es eigentlich in England überhaupt keinen guten Liberalismus mehr gäbe. Nicht? Und in England, also man um Gottes Willen den englischsprachigen Liberalismus nicht lesen solle, weil der ihm eigentlich viel zu links ist und viel zu regulierungsfreudig und viel zu staatsfreundlich. Und da sieht man, und mit Mises beginnt dann etwas, was wir heute als neoliberal bezeichnen, was in den 30er, 40er, 50er, 60er Jahren entwickelt wurde und was sehr stark bis heute den Diskurs geprägt, der sagt, also Liberalismus ist individualzentriert, staatsfeindlich, marktbezogen und so weiter und so fort. Aber es ist eigentlich eine ziemlich kurze Geschichte. Nur. Und es ist eine Geschichte, die man vielleicht auch so nicht hinnehmen muss, sondern die man doch nochmal etwas anders schreiben kann. Die eigentliche Klammer, die zwischen der Vorstellung Liberalismus einerseits und Kapitalismus andererseits, als sozusagen zwei miteinander irgendwie verschwisterten, zusammenhängenden und nicht untrennbaren Elementen der Politik oder sagen der Organisation des Gemeinwohls vorstellen muss. Die eigentliche Klammer kommt aber, glaube ich, sowieso erst nach dem Zweiten Weltkrieg und sie kommt relativ klar, glaube ich, jedenfalls in ihrer Popularität, in dem, dass wir alle vielleicht erstmal denken, es gibt einen Zusammenhang zwischen Liberalismus und Kapitalismus und vielleicht dann sogar zwischen Freiheit und Kapitalismus und so etwas oder so etwas wie eine Gleichsetzung von Effizienz und Freiheit, sodass effiziente Ordnung freiheitliche Ordnung sind und freiheitliche Ordnung effiziente Ordnung. Diese ganze Vorstellung kommt relativ eindeutig nach dem Zweiten Weltkrieg einfach vor allem daher, dass wir in den Gesellschaften des Westens, in Europa, und auch auf der anderen Seite des Atlantiks natürlich immer im Grunde mit dem Kalten Krieg zwei Modelle nebeneinander hatten, in denen die Gleichung Freiheit gleich Effizienz und Unfreiheit gleich Ineffizienz auf einmal unglaublich plausibel wurde. Wenn man natürlich immer die Sowjetunion vor der Nase hat, dann hat man da sozusagen gleich so ein relativ mächtiges Gebilde, das sowohl ineffizient als auch unfrei war. Und das uns sozusagen nochmal in dieser Gleichung bestätigt hat, die ja vielleicht auch eine korrekte Gleichung war für die Zeit zwischen, sagen wir, 1945 und 1989. Zugleich, und das ist, glaube ich, ein Punkt, der, obwohl er jetzt ja auch schon wieder länger her ist, also nicht mit 89 beginnt, aber spätestens seit Ende der 90er Jahre, zugleich ist aber klar, dass mit dem Aufstieg von einem Land wie China eigentlich diese Gleichung sagen, in beide Richtungen nicht mehr so richtig funktioniert. Nicht? Sondern dass wir jetzt auf einmal sehen, Freiheit kann vielleicht ineffizient sein, vor allem kann Unfreiheit aber auch sehr, sehr effizient sein. Und wir damit im Grunde die implizite, aber nie so richtig ausgesprochene politische Ökonomie des Kapitalismus der Nachkriegszeit, die sagt, also wenn wir die Leute machen lassen, dann können sie nicht nur machen, was sie wollen, und sind damit irgendwie politisch gut bedient, weil sie freigelassen werden, sondern sind auch noch effizient und versorgen uns damit alle mit Gütern. Diese beiden, die total unterschiedlichen Werte, Freiheit und Effizienz, konnten deswegen sozusagen ganz nonchalant eigentlich sagen, immer miteinander identifiziert werden. Und diese Identifikation erleben wir bis heute in der ökonomischen Theorie eigentlich relativ dominant. Nicht? Also wir haben immer noch sehr viel solche neoklassische Theorien, die sind ja vielleicht auch immanent gut, das kann ich gar nicht beurteilen. Aber dahinter ist immer eine politische Vorstellung davon, dass Freiheit effizient ist und Unfreiheit ineffizient und dass Unfreiheit nicht effizient sein kann. Diese Gleichung ist aufgelöst, das haben auch ein paar vielleicht eher linke Ökonomen irgendwann mal erkannt, also Branko Milanovic wäre so jemand, der zu nennen wäre, der sehr viel darüber nachgedacht hat, was das eigentlich bedeutet für unser Denken, dass wir ein Phänomen wie China haben. Jedenfalls führt es, glaube ich, für uns auch dazu, nochmal darüber nachzudenken, wie sich eigentlich Effizienz und Freiheit zueinander verhalten. Und es führt dann vielleicht auch zu etwas, was wir eigentlich bisher in der Diskussion gar nicht so richtig haben, nämlich zu der Möglichkeit einer liberalen Kapitalismuskritik. Nicht? Also zu der Tatsache, die natürlich in einem sozialdemokratischen Kontext immer schon allen irgendwie klar war, aber die vielleicht jetzt nochmal ein bisschen anders formuliert werden muss, zu sagen, dass wir eine Ordnung der Freiheit haben, eine Ordnung ist, die in gewisser Weise nicht unbedingt eine marktgesteuerte Ordnung ist.
Das führt mich jetzt im zweiten, etwas kürzeren Teil zu meinen eigenen Überlegungen dazu. Das Buch heißt Freiheitsgrade, wie gesagt, weil die Metapher von den Freiheitsgraden ist einfach die Sorgen von den Dimensionen, in die sich ein Körper bewegen kann. Und wir haben eigentlich sagen im Raum drei Dimensionen. Das heißt, wir haben auch drei Möglichkeiten, etwas zu bewegen, die unabhängig voneinander sind. Ich kann so bewegen und so, und ich kann aber auch so auf der Achse bewegen. So, also ich habe sozusagen diese drei, und ich verbinde diese Metapher sozusagen mit drei Achsen der Freiheitswahrnehmung von denen, und das ist dann erstmal die Überlegung, die man sozusagen nicht als Nullsummenspiel verstehen sollte, die man nicht gegeneinander ausspielen sollte, von der man nicht sagen könnte, dass sie sozusagen den richtigen Begriff der Freiheit definieren. Mein Buch arbeitet sich so ein bisschen an den Philosophen und den politischen Theoretikern ab, die meiner Meinung nach immer sehr, sehr rigide sind in ihrer Begrifflichkeit und damit eigentlich den Raum der politischen Aushandlung irgendwie sozusagen immer zu klein halten, sondern immer sozusagen die Widersprüche liberaler Ordnung irgendwie zu schnell auflösen wollen, wo diese doch irgendwie ausgetragen werden und vielleicht mit theoretischen Mitteln gar nicht gelöst werden können. Die drei Achsen, das sage ich nur ganz kurz, sind also einerseits individuelle und demokratische Freiheit, kollektive Freiheit, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr und komme dann auch sozusagen nochmal zu ein bisschen zu aktuellen Themen. Die zweite ist die Rationalität und Voluntarismus. Es gibt natürlich immer so eine starke Theorie, die sagt, ich bin da frei, wo ich vernünftig bin. Aber gleichzeitig haben wir natürlich immer auch Bedürfnisse. Wir sind Körper mit Bewusstsein. Wir müssen irgendwie dem auch nachgeben und das können wir nicht immer rechtfertigen. Und da ist auf sich auch ein wichtiges Freiheitselement. Und das gegeneinander auszuspielen, ist auch ein theoretisches Problem. Und die dritte Achse hat was zu tun so mit Formalisierung und Überschreitung von Formen. Wie weit können wir uns Freiheit als ein Raster vorstellen von sozusagen ein paar Zellen? Wie weit müssen wir sagen, Freiheiten gibt es auch da, wo Freiheiten von anderen verletzt werden? Trotzdem kann ich vielleicht in manchen Zusammenhängen sagen, über Freiheit reden. Das ist eine theoretische Überlegung, die will ich jetzt gar nicht so sehr vertiefen. So, erstmal nochmal ein bisschen was sagen zum Verhältnis individueller und kollektiver Freiheit. Wenn wir eins gelernt haben im 20. Jahrhundert in der Theorie, und zwar auf ganz verschiedenen Ebenen, in der Theorie, wenn man so will, der Bewusstseinsentstehung, also in der Pädagogik, aber auch in der Hirnphysiologie, in der Pädagogik, in der Lerntheorie, vielleicht auch in der ökonomischen Theorie, aber vielleicht auch in der Sprachtheorie, dann ist es, dass sehr viele Dinge, die uns sozusagen von unserem persönlichen Empfinden und unserem Bewusstsein her individualistisch vorkommen, auch irgendwie Gemeinschaftsleistungen sind. Das kann man so sagen. Also Wittgensteins Einsicht darin, dass es keine private Sprache etwas ist, was nicht denkbar ist, sondern dass, wenn wir anfangen zu sprechen, wir schon intern vergemeinschaftet sind, weil wir etwas benutzen, was die anderen in irgendeiner Weise auch haben. Die Einsicht darin, dass man im Grunde die Persönlichkeitsentfaltung immer nur als ein Projekt zwischen zwei Subjekten denken kann oder zwischen mehreren, indem man immer Alter und Ego sich irgendwie miteinander konfrontieren und überhaupt so etwas entsteht wie Selbstbewusstsein. Die Einsicht darin, dass wir im Grunde das, was Menschen sozusagen an genetischen Möglichkeiten haben, überhaupt nur dann beobachten können, wenn wir ihnen als Gemeinschaft alle Möglichkeiten geben, sich zu entfalten. Sodass wir im Grunde das, was sozusagen, uns sozusagen von der Natur irgendwie mitgegeben wird, überhaupt nur ausgeschöpft werden kann, überhaupt nur als Frage, als Grenze relevant wird, wenn wir sagen von Kindes- oder Kleinstkindesbein an irgendwie als Gemeinschaft gefördert werden. All diese Einsichten verbindet gewisserweise, dass die Vorstellung, wir seien sozusagen Individuen, sprechende Körper, die nachdenken können und dann sozusagen kommen wir irgendwann mal zusammen, schließen einen Vertrag und werden zu einer Gemeinschaft, auf sich eine falsche Vorstellung ist. Eine Vorstellung von Individualismus, eine Vorstellung von Individualismus, die nicht sieht, dass Individualismus eine Leistung der Gemeinschaft ist. Und dass eine Gemeinschaft im Grunde, und dass es Gemeinschaften gibt, die Individualismus produzieren, aber auch andere Gemeinschaften gibt, die das gar nicht so tun. Dass Individualismus auch historisch variant ist. Dass Individualismus mehr oder weniger geschätzt und ausgeprägt werden kann. Und dass es vielleicht für Individualismus auch wieder eine kollektive Rechtfertigung geben kann, wie schon Mill etwa sehr stark gesehen hat, gesagt hat, also wir müssen den Leuten so viele Entfaltungsmöglichkeiten geben wie möglich, weil wir alle was davon haben. Ja, das ist vielleicht auch tatsächlich der Grund dafür. Sodass selbst die Rechtfertigung für Individualität vielleicht gar nicht unbedingt eine individualzentrierte sein muss. Wenn man das sozusagen sieht, und dann sieht man natürlich auch recht schnell, dass das Verhältnis zwischen individueller und kollektiver Freiheit und auch das zwischen individueller und politischer Freiheit sehr, sehr kompliziert wird. Und dass man sozusagen nicht mit einfachen Modellen operieren kann, indem wir irgendwie so kleine Männchen oder Frauchen malen, die irgendwie zusammen machen und dann irgendwie sozusagen so einen Kreis drum machen, das ist dann eine Gruppe und dann irgendwie einen Staat bauen, sondern wir von vornherein sehen, dass alles, was wir an Individualität empfinden, was wir an Bedürfnissen haben, was wir an politischen Präferenzen ausbilden, und so weiter, etwas ist, was irgendwie etwas mit unserer Vergemeinschaftung zu tun hat. Und dann kommen wir sehr schnell sozusagen dahin, dass Fragen wie auch Fragen des Eingriffs in politische Rechte oder in Freiheitsrechte halt auch ein hohes Maß an Komplexität haben.
Ich möchte erst an zwei Beispielen, jetzt, und das ist mein letzter Punkt, dann bin ich auch durch, nochmal sozusagen einfach veranschaulichen. Und ich will da auch gar nicht so ganz schnelle Antworten geben, sondern einfach nur sagen, diese Sachen werden dann halt auch ein bisschen komplizierter. Das erste Beispiel, was man natürlich sagen kann, was ich jetzt einfach mal hier gewählt habe, weil wir offensichtlich alle damit irgendwie noch konfrontiert sind, ist natürlich die Frage, ob man Leute dazu verpflichten kann, sich zu impfen. Und ich glaube, jenseits aller Polemik und allen Streits, glaube ich, wären wir ganz gut damit bedient, in der Diskussion einzusehen, dass diese Frage deswegen so erbittert diskutiert wird und dass sie alle auch so auf die Palme bringt, weil in ihr in gewisser Weise das Individuum und das Kollektive so wahnsinnig intensiv zusammenkommen. Also weil wir gerade keine Antwort haben, die das Individuum und das Kollektive so einfach gegeneinander ausspielen können. Und weil offensichtlich sozusagen individuelle und kollektive Betroffenheit gar kein Nullsummspiel darstellen, sondern weil wir können uns vielleicht Sachverhalte vorstellen, in dem weder die Gemeinschaft besonders betroffen wird, noch das Individuum besonders in den Rechten gefragt wird. Wir können uns wie dieses Beispiel eins vorstellen, in dem beides halt sehr intensiv kommt. Weil klar ist, was mich von den anderen abgrenzt, das ist nicht meine Sprache, weil die haben selbst zwischen Deutschen und Österreichern mehr oder weniger doch irgendwie eine vergleichbare jedenfalls, keine gleiche Sprache, aber wir haben irgendwas, mit dem wir uns mehr oder weniger verständigen können. Das grenzt uns eigentlich nicht ab. Was uns voneinander abgrenzt, eigentlich unser Körper. Also unser Körper ist das, was, da haben wir auch eine Grenze, nicht? Da haben wir auch sagen, eine Haut, wir haben eine Außen- und eine Innenseite. Und das ist eigentlich das, was uns konstituiert. Und deswegen sind Eingriffe in unseren Körper natürlich immer welche, von denen wir wirklich sagen können, bei aller Relativierung von Individualität, über die ich geredet habe, darüber, dass unsere Meinungen gar nicht unsere sind, sondern sozusagen irgendwas auch Produkt von Gemeinschaften. Bei Eingriffen in unseren Körper haben wir schon ein relativ starkes Argument dafür, dass das sozusagen massiv individual bezogen sind. Wenn der Eingriff aber natürlich erfolgt, weil der Körper eine Gefahr für andere Körper ist, dann haben wir auch ein relativ starkes gemeinschaftsbezogenes Argument dafür, dass man vielleicht auch eine Pflicht zum Impfen machen kann. Was das verfassungsrechtlich bedeutet, da habe ich keine, will ich Ihnen gar keine Antwort geben, weil die Antwort ist ja wahrscheinlich auch in Österreich eine andere als in Deutschland, oder kann man gucken, oder vielleicht gibt es auch eine gemeinsame. Jedenfalls lösen wir, das finde ich immer für mich jetzt in meinem anderen Leben als Verfassungsrechtler immer ganz bemerkenswert, wir haben ja einen unglaublich unterschiedlichen Stil, nicht wahr, im Österreich und Deutschen, Verfassungsrecht läuft komplett anders. Und damit kann es auch sehr gut sein, dass wir da irgendwie, wenn wir das mal durchjudizieren oder durchprüfen würden, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber darüber will ich gar nicht reden, sondern ich will Ihnen nur klar machen, die Aggressivität und die Polemik dieses Konflikts und die Tatsache, dass sehr, sehr viele umtreibt, hat in der Tat eine Begründung in der Sache. Und diese Begründung in der Sache wiederum ist interessant, weil sie uns sagen, exemplarisch vor Augen führt, dass wir das Individuelle und das Vergemeinschaftliche gar nicht so richtig gegeneinander ausspielen und sagen, einfach auflösen können in vielen Konflikten. Und das führt mich, und das ist der letzte Punkt, dann halt tatsächlich auch nochmal zu den Institutionen des demokratischen Rechtsstaats. Weil bei denen ist es in gewisser Weise auch so. Ich denke, man kann sagen, ein demokratischer Rechtsstaat ist erstmal ein politisches Gebilde und auch die individuellen Rechte, die wir im Rechtsstaat, in der Demokratie garantieren, sind erstmal Produkte der Gemeinschaft, kann ich mal sagen. Ich bin hier frei, aber dieser Satz ist immer ein Sprechakt, der im Kollektiv ausgesprochen wird. Und dieser kollektive Ausspruch ist in der Verfassung. Die Verfassung ist ein Produkt, sozusagen nicht eines Einzelnen, sondern eine Gemeinschaftsentscheidung. Und diese Gemeinschaftsentscheidung sagt dann, aber wir sind auf dem Individuum, wir sind individuell begründet. Das ist in gewisser Weise ein paradoxer Akt. Die Gemeinschaft sagt zu Anfang, unser Anfang sind Individuen. Das ist so ein bisschen, einfach so ein bisschen eine Schleife, die da gedreht wird. Das heißt, auch die Individualität des Grundrechts, des Grundrechtsschutzes ist eine, die erstmal sagen, einer politischen Entscheidung beruht. Aber sie wird dann relativ klar mit Institutionen geschützt. Und die Institution, die das schützt und die Institution, die ganz klar den Unterschied macht in der politischen Praxis, aber auch in der Verfassungstheorie, ist die Institution des gerichtlichen Verfahrens und der richterlichen Unabhängigkeit. Weil nur diese Abkopplung, das müsste man noch ein bisschen entwickeln als einen theoretischen Gedanken, aber mal ganz kurz würde ich sagen, nur die Tatsache, dass es Entscheidungen gibt, die dann am Ende noch von der Gemeinschaftsfindung abgekoppelt werden, jedenfalls für einen konkreten Fall, gibt der individuellen Freiheit den Raum, sozusagen mit einer Entscheidung konfrontiert zu werden, die nicht irgendwie, die sozusagen, in der die Gemeinschaft dann auch mal ihre Entscheidungsfähigkeit loslassen kann. Und die Möglichkeit gibt, sozusagen in einem Verfahren, für das es zwei politische Regeln gibt, aber das doch sozusagen im Einzelfall nicht beeinflusst werden kann, sozusagen zu entscheiden. Und das gilt im Übrigen, das sage ich jetzt auch nochmal so aus aktuellem Anlass, das gilt natürlich nicht nur für Verfahren, wie jetzt, wenn ich gegen den Staat klage, für einen Entscheid, für eine Genehmigung oder so etwas, das gilt natürlich auch für den Strafprozess, weil der Strafprozess genauso etwas ist. Der Strafprozess ist über meine Freiheit, nicht? Das ist ein Verfahren, in dem über meine
Verantwortlichkeit gehandelt wird in einer bestimmten Situation, für eine bestimmte Handlung. Und die Frage, und bestraft werden kann ich nur, wenn ich als Freier etwas getan haben kann. Wenn ich nicht frei war in der Handlung, dann kann ich nicht bestraft werden. Das heißt, es ist ein Verfahren, das sich meiner Freiheit zuwendet. Und plausibel wird diese Zuwendung zur Freiheit im konkreten Fall eben nur, wenn die, die da entscheiden, für diese Entscheidung politisch sozusagen unabhängig sind und von dieser losgelassen wird. Aber natürlich ist diese Loslassung, jetzt kommen wir in diesen Zirkel rein, den ich jetzt, auf den wir auch gar nicht mehr so ganz rauskommen, ist ihrerseits eine politische Entscheidung. Aber diese politische Entscheidung wiederum ist wahrscheinlich nur eine freiheitliche, wenn sie ihrerseits in einem Verfahren geleistet werden konnte, das unabhängig überprüft werden kann, indem sozusagen jeder etwa sein eigenes, jeder Mann und jede Frau ihr eigenes Wahlrecht haben, ihre eigenen Beteiligungsmöglichkeiten haben, sich äußern könnten und so weiter und so fort. Das heißt, die Konstruktion des demokratischen Rechtsstaats ist eine ganz schön komplizierte, weil sie in gewisser Weise immer, sagen, weil die Politik des Kollektivs immer auf die Freiheit der Individualität verweist, die Freiheit der Individualität immer auf die Politik des Kollektivs verweist. Und dieser Verweisungszusammenhang nicht einfach aufgelöst werden kann durch irgendeine Vorrangregel. So, man im Grunde dann immer sehr genau gucken muss, in welchem Kontext ist was das Richtige. Und man eigentlich bis auf ein paar elementare Dinge, und zu diesen elementaren Dingen gehören irgendwie sowas wie, würde ich sagen, ganz, ganz eingemacht, ganz massiv sagen, Freiheit der Ungleichheit der Wahl auf der einen Seite und Unabhängigkeit der Gerichte auf der anderen Seite, jenseits dieser ganz elementaren Dinge tatsächlich man sehr viel aushandeln muss. Und wir deswegen natürlich auch sehen, dass die Frage etwa, gibt es eine Pflicht, um geimpft zu werden, oder ganz, aber nicht nur so eine substanzielle Frage, sondern auch vielleicht so ganz praktisch institutionelle Fragen, wer wählt eigentlich Richterinnen, in welchem Verfahren und tausend andere Fragen, im Grunde immer irgendwie auch wieder eines politischen Aushandlungsprozesses bedürfen, für die es keine eindeutige Antwort gibt. Und das macht unser ganzes Geschäft heute auch so schwierig, auch im Vergleich jetzt mit Staaten, die vielleicht irgendwie von autoritären Bewegungen bedroht sind, dass wir sagen, um unsere eigenen Freiheitlichkeit willen und um auf unsere eigenen sozusagen Glauben in die Spielräume, die eine liberale Ordnung lässt, wir nicht so ganz ausdefinieren können, wann der Liberalismus eigentlich endet und wann der Autoritarismus beginnt. Also wir sagen, es gibt viele verschiedene Versionen von liberalen demokratischen Ordnungen. Wir aber auf der anderen Seite immer auch auf so eine Art von Definition doch irgendwie angewiesen sind, um plausibel machen zu können, wann sozusagen das politische Geschäft aufhört und wann irgendwie das beginnt, was wir dann mit anderen Mitteln vielleicht auch bekämpfen müssen. Vielen Dank. Kurze Umbaupause zum Verschnaufen und zum Gedanken verarbeiten. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Für die, die das Renn-Institut schon länger kennen, mein Name ist nicht Michael Rossecker, mein Name ist Sebastian Schublach. Ich darf heute meinen Kollegen Michael Rossecker vertreten, der ist leider aus familiären Gründen verhindert. Ich bin eigentlich für den Bereich internationale Politik hier im Haus verantwortlich, das heißt, ich bin heute fachfremd, bin aber froh, dass wir eine Offline-Veranstaltung machen, das heißt, als Moderator kann ich dann auf Ihre klugen Fragen zurückgreifen, das macht mir die Arbeit sehr viel leichter. Bevor wir jetzt direkt in die Diskussion gehen und in die Fragerunde gehen, will ich auch gerne nochmal Maria Berger bei uns begrüßen. Du wurdest bereits vorgestellt. Du warst, bevor du Justizministerin wurdest und Richterin am EuGH, auch noch lange Zeit Europaabgeordnete, nur um das auch erwähnt zu haben. Maria, ich würde dich jetzt gerne um deinen Kommentar, um deine Ideen, deine Anregungen und Anmerkungen bitten. Ja, danke schön und danke für das tolle Referat, Herr Professor Möllers. Und ich habe Ihr Buch, auch wenn es ein bisschen ungewöhnlich ist vom Stil her, wirklich sehr gerne gelesen, nicht immer in der vorgegebenen Reihenfolge, sondern wie Sie es ja auch selbst vorgeschlagen haben, von einem Stichwort zum anderen springen und dann wieder zurück. Und ich muss jetzt gleich ganz eingangs sagen, unser Bundeskanzler Schallenberg ist ja diese Woche oder vorige Woche sehr verlacht und verspottet dafür worden, dass er gesagt hat, ein Buch liest sich von hinten besser als von vorne. Für dieses Buch, aber anders wie es ja gemeint hat, möchte ich das gelten lassen. Es hält nämlich zum Schluss ein sehr interessantes Kapitel mit dem Titel Maximen für liberal-demokratische Partisanen.
Ich habe hier einige Gedanken gefunden, also die ich mit sehr viel Schmunzeln, ja, und auch mit durchaus sozusagen Bestätigung finden, sowohl in meiner richterlichen Tätigkeit als auch in meiner politischen Tätigkeit, dass die Einhaltung dieser Maximen vielleicht manchmal ganz gut werden. Ja? Eine dieser Maximen ist die Radikalität des Liberalismus ernst nehmen. Ja? Also wie Sie auch in anderen Stellen ausführen, einfach Liberalismus nicht als irgendwie eine beliebige Mitte, ja, zwischen zwei linken und rechten Polen zu definieren oder etwas, was neutral ist, ja, sondern Liberalismus gerade in Zeiten wie diesen, wo es um die Verteidigung des Rechtsstaats, ja, geht, ja, kann sich nicht neutral verhalten, sondern da geht es um eine ganz nachdrückliche Verteidigung von Dingen, die man lange für selbstverständlich und nicht mehr so wichtig gehalten hat. Oder auch das Nächste, sich von unpolitischen Institutionen nicht in Sicherheit wiegen lassen. Es gibt in dem Sinn sozusagen keine unpolitischen Institutionen. Wenn sie sind, dann spielen sie keine Rolle. Sobald sie eine Rolle spielen, spielen sie in der Politik mit und nur Politik hilft gegen Politik. Oder auch seine Interessen verfolgen, aber nicht so sicher zu sein, worin sie liegen. Ja? Vielleicht sind die Übereinstimmungen größer mit manchen, die man sozial eher unter sich sieht, als die, die man über sich sieht. Am eigenen Verdienst zweifeln können, finde ich sehr lobenswerter und sollte man vielen Politikerinnen und Politikern ein Stammbuch schreiben, entscheiden, wovor es sich zu fürchten lohnt. Engagement nicht mit Politik verwechseln. Ich muss jetzt sehr, also Michael Rosek hat mir 12 Minuten vorgegeben, also man muss da jetzt sehr selektiv vorgehen. Verstehen, was es bedeutet, in der Politik zu moralisieren, in Institutionen zu denken, Konflikte nicht zu vermeiden. Den Zirkel aus Erwartung, Enttäuschung und Zynismus vermeiden, halte ich besonders sozusagen wichtig. Ein Lob dem Stammwähler, etwas, was man so lange nicht mehr gehört hat. Achtung vor Aussagen wie etwas ist eine Protestwahl. Das Letzte ist das besonders Beste und ist wahrscheinlich nicht zufällig, dass es der Abschluss des Buches ist. Die Freiheit von sich selbst, und es endet mit einem Zitat, ich glaube von La Rochefoucauld: Alle unsere Eigenschaften sind ungewiss und zweifelhaft, im Guten wie im Schlechten, und sie verdanken sich fast immer guten Gelegenheiten. Ja? Also für mich ist das wirklich ein sehr schöner Abschluss und würde diese Maximen sozusagen allen empfehlen, sie einzuhalten, die in der Politik tätig sind. Aber dass ich hier bin, hat ja damit zu tun, dass hier auch ein bisschen die Idee dahinter steckt, die Erfahrungen, die man als Rechtspolitikerin, als Richterin macht, insbesondere eben in dem Thema Freiheitsgrade, jetzt nicht per se mit dem Begriff Liberalismus in seinen verschiedenen Facetten, sondern doch, würde ich sagen, diesem Ansatz, auf dem doch die Rechtsordnungen beruhen. Und es ist sowohl in der Rechtspolitik jetzt, in der Zeit auch, in der ich Justizministerin habe sein dürfen, als auch in der Tätigkeit am Europäischen Gerichtshof, sind es im Wesentlichen immer wieder zwei klassische Dilemmata, die die Entscheidungen bestimmen. Das eine ist das klassische Dilemma zwischen Freiheit und Sicherheit. Das kann man in den verschiedensten Konstellationen durchdeklinieren. Man wird nie eine endgültige Antwort finden, ist auch über die Zeit natürlich auch einem wechselnden Wandel der Zeit unterworfen. Und das andere, vielleicht auf den ersten Blick, Sie haben es auch angesprochen, Herr Professor, eine sozusagen Widersprüchlichkeiten, die sich oder Konflikte, Spannungen, die sich aufbauen können zwischen dem Paar oder im Paar Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Na, lange Zeit hätte man geglaubt, das geht notwendigerweise Hand in Hand. Aber es gibt also zumindest in Randbereichen hier doch Differenzierungen, die zu treffen sein werden.
Sie haben es jetzt auch schon erwähnt, zum klassischen Dilemma Freiheit, Sicherheit ist natürlich die Strafrechtspolitik, wo es wirklich noch um die körperliche Freiheit im klassischen Sinn geht und die Frage Freiheitsstrafen ja oder nein, wie lange, unter welchen Bedingungen im Strafvollzug. Und hier haben wir sicher auch generell eine Tendenz, dass das Element der Sicherheit, nämlich höhere Strafrahmen, länger in sozusagen hinter Gittern und unter Beraubung der Freiheit zu halten, natürlich diese Tendenz heute wieder sehr viel stärker ist, als sie schon gewesen ist. Beziehungsweise die Debatte, die wir einmal hatten, dass Freiheitsentzug als Strafe überhaupt, ob das überhaupt Sinn macht, ja, findet praktisch kaum mehr statt. Ein bisschen im Zusammenhang mit Maßnahmenvollzug, und da hoffe ich schon, dass die jetzt in Österreich angekündigten Reformen da auch weitergehen. Wir sehen es auch bei den allen Maßnahmen im überwachungsstaatlicher Natur, ja, dass da doch das Element der Sicherheit, ja, immer schwerer wiegt. Auf der europäischen Ebene und auf der europarechtlichen Ebene ist es auch tatsächlich so, dass natürlich die Grundrechtecharta aus vielen einzelnen Freiheitsrechten besteht, aber dort, wo im Wesentlichen die körperliche Freiheit natürlich gemeint ist, das Recht auf Freiheit und Sicherheit praktisch gleichrangig verankert ist. Also als Richterin steht man dann vor dem Problem, ja, dass der europäische Verfassungsgeber beide Rechte mehr oder minder auf die gleiche Stufe stellt und man dann erst in der richterlichen Anwendung sich die Abstufungen zwischen den beiden finden muss. Und Herr Professor Möller, Sie sind ja auch Verfassungsrechtsprofessor, der klassische Situation ist sicher bei der Bestimmung des Gewährleistungsinhalts von Grundrechten auf europäischer Ebene dann auch noch der Grundfreiheiten, wo sich zum Beispiel eben zuerst die Frage stellt, absolute Grundrechte, gibt es Grundrechte, ja, die, also im Sinn jetzt von, in die durch staatliche Maßnahmen nicht eingegriffen werden können, die absolut sind, die auch nicht unter Freiheit und Sicherheit anderer Wegen eingeschränkt werden dürfen, also das, was wir eben als absolute Grundrechte nennen. Und das ist eben zum Beispiel auch in der Rechtsprechung des Straßburger Gerichtshofs das Verbot der Folter, unmenschlicher und erniedrigender Behandlung. Und selbst dieses Grundrecht wird so selbstverständlich als absolutes Grundrecht durchaus nicht mehr weit, also durchgängig akzeptiert. Wir erinnern uns an den Fall in Deutschland, na, wo eben dieser Entführungsfall, wo eben es darum gegangen ist, darf die Polizei Folter androhen, ja, um den Aufenthaltsort eines entführten Person herauszufinden, die wahrscheinlich, wenn man sie nicht rechtzeitig findet, tot sein kann. Ja. Wir haben am EuGH solche Fälle gehabt im Zusammenhang mit Asylrecht und Ähnlichem. Wo es dann eher schon um Freiheitsgrade geht und graduelle Abstufungen, ist eben dann bei der Frage, inwieweit eben Grundrechte des Einzelnen Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Wir haben da eher auf europäischer Ebene im Prinzip die deutsch-österreichische Theorie übernommen, dass jedes Grundrecht einen Wesensgehalt hat, in dem nicht eingegriffen werden darf. Da ist eben auch die Frage, wie weit bestimmt man diesen Wesensgehalt. Das steht auch nicht von vornherein fest. Da die Verhältnismäßigkeit und die Zielsetzungen müssen natürlich gegeben sein. Und da ist natürlich eben ein wichtiger Einschränkungsgrund, sind natürlich die Freiheiten und Rechte anderer. Jetzt zum Dilemma zwischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also wir haben beide als Werte der Europäischen Union verankert, in dem berühmten Werteartikel, dem Artikel 2 des EUV, also des Unionsvertrages. Und eigentlich sollte man eben, wie schon gesagt, glauben, dass
beide nicht in Widerspruch zueinander kommen könnten. Und so etwas wie eine Demokratie ohne Rechtsstaat oder eine illiberale Demokratie es nicht geben kann. Es ist dann halt, sind Situationen, wo etwas dann keine Demokratie mehr ist. Also illiberale Demokratie ist einfach keine Demokratie. Und eine Demokratie ohne Rechtsstaat ist auch keine Demokratie mehr. Es gibt aber durchaus aktuelle Konstellationen, wo das nicht so auf den ersten, also der erste Blick ein bisschen, also nicht hilft, ja, sondern wo es dann schon komplizierter wird. Ich nehme jetzt das Beispiel Polen her, an dem man ja vieles aufzeigen kann. Der erste große Aktion der BIS-Regierung im Rahmen der sogenannten Justizreform, ja, war ja die Paralysierung des Verfassungsgerichts durch verschiedene Maßnahmen. Aus EU-rechtlicher Sicht durchaus eine komplexe Geschichte, weil der Rechtsstaatsbegriff, so wie er auf europäischer Ebene verwendet wird, nicht notwendigerweise eben so ausgelegt werden muss, dass es ein Verfassungsgericht geben muss. Ja? Wir haben mehrere europäische Staaten, die kein Verfassungsgerichtshof oder ein Höchstgericht mit der Befugnis, also einfach gesetzliche Bestimmungen aufzuheben, wegen Widerspruchs zur Verfassung, zum Beispiel die Niederlande, die das jetzt auch irgendwie sehr diskutieren im Zuge dieser Kindergeld-Affäre. Aber wir können nicht einfach behaupten, der Bestand eines Verfassungsgerichtshofs ist europäischer Standard. Insofern käme hier nur zur Anwendung, könnte man argumentieren, dass Polen beim Beitritt zur Europäischen Union über einen unabhängigen Verfassungsgerichtshof verfügt hat und dass das Unionsrecht so etwas wie ein Rückschrittsverbot enthält. Und es ist deshalb rechtswidrig, dass in Polen hinter seine damals bestandenen rechtsstaatlichen Standards zurückgegangen ist. Aber das ist eine ziemlich gewagte Konstruktion. Es ist deshalb kein Zufall, also dass die Kommission wegen der Umgestaltung des Verfassungsgerichtshofs kein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet hat. Das spielt zwar eine Rolle in diesen sogenannten Artikel 7-Verfahren, aber nicht in den eher juristischen Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof. Was aber sehr klar ist, ist natürlich sozusagen, dass die Unabhängigkeit der Gerichte ein Kernbereich des Rechtsstaats ist, der jetzt in allen Mitgliedstaaten vorausgesetzt wird, gegeben sein muss beim Beitritt und auch aufrecht erhalten werden muss. Das heißt jetzt im Hinblick auf die Demokratie gesehen, dass auch eine noch so große parlamentarische Mehrheit, die tatsächlich, so wie es in Polen war, ja, durch parlamentarisch beschlossene Gesetze großteils, ja, die Unabhängigkeit der polnischen Gerichtsbarkeit in Frage gestellt hat, dass hier eine Verletzung des Rechtsstaatsprinzips gegeben ist, ist relativ gut ausjudiziert. Und was eben zu diesem Rechtsstaatsprinzip und der Unabhängigkeit der Gerichte alles gehört, gerade heute auch wieder die beliebige Versetzbarkeit von Richtern in der Strafjustiz, von oben nach unten, von einem Gericht zum anderen, ja, durch den Justizminister, gleichzeitig Generalstaatsanwalt in Polen, hat natürlich mit den Garantien, die man auch für die Unabhängigkeit braucht, insbesondere den Versetzungsschutz natürlich, nichts zu tun. Das heißt, es gibt schon Konfliktbereiche, ja, zwischen dem demokratischen und rechtsstaatlichen Prinzip. Der Demokratiebegriff ist auf europäischer Ebene auch noch nicht wirklich so ausjudiziert wie der Rechtsstaatsbegriff. Da gibt es relativ wenige Aussagen und ist sozusagen die Frage stellt sich eben gerade Entwicklungen, ne, wie wir es in Ungarn gesehen haben, wo eine Partei, ne, wie die Fidesz mit relativ unter 50%, ne, der Stimmen parlamentarische Mehrheiten bekommt, dann das mehrheitsverstärkende Wahlrecht immer weiter ausbaut, ne, dass sie von einer einfachen Mehrheit zu einer verfassungsgebenden
Mehrheit kommen, ist das noch Demokratie? Ja? Fragezeichen, muss ich machen, ist noch so nie zu entscheiden gewesen. Also ich belasse jetzt bei diesen Beispielen, die Sie dann konkret auch in unserem Themenkreis in der Rechtsprechung stellen. Ich habe bei zwei Kapiteln in Ihrem Buch habe ich so ein leichtes Zucken bekommen. Sie schreiben einmal, dass es irgendwie verdächtig ist, wenn sich eine Gemeinschaft als Wertegemeinschaft darstellt, dass dann meistens mit den Werten, ich tue es jetzt sehr frei übersetzen, entschuldigen Sie, ja, dass mit den Werten dann meistens schon nicht mehr so weit her ist und auch mit der Gemeinschaft. Ja. Und da fällt mir natürlich ein, dass wir uns in der Europäischen Union immer gern als Wertegemeinschaft bezeichnen und deshalb mich das ein bisschen geschmerzt. Im Kapitel Nummer 52 stellen Sie in Frage, dass die Bekämpfung der Korruption erstens ein liberales Projekt ist, ja, aber auch eben, ob es wirklich legitimerweise bei den Rechtsstaatsindikatoren mit anzuführen ist. Und ich halte das sehr wichtig, muss ich gestehen, jetzt gerade im Hinblick nicht so sehr jetzt auf die Beispiele, die Sie anführen, sozusagen darf ein Unternehmen einseitig oder bevorzugend vorgehen, sondern gerade im Hinblick natürlich auf Korruption von Amtsträgern mit allen Folgewirkungen, Vertrauen in den Staat etc. Und ich habe immer die Kommission jetzt sehr gelobt, erst unlängst bei einer Veranstaltung in Wien, dass dieser Rechtsstaatsbericht, den es jetzt jedes Jahr gibt, ja, dass der ein eigenes Kapitel zur Korruptionsbekämpfung und zu den Aktivitäten in diesem Bereich in den Mitgliedstaaten enthält und auch zur Medienlandschaft, wo ja Österreich sehr kritisch gesehen wird, zu Recht, ja, dass man eben weggeht von diesem engen juristischen Rechtsstaatsbegriff, sondern auch die Bedingungen des täglichen Funktionierens des Rechtsstaats, wie eben unabhängige kritische Medien, ja, und eben auch sozusagen aktive Bekämpfung von Korruption doch mir sehr zentral erscheint. Ja, ich hätte eine Frage jetzt auch noch zum Abschluss. So, welche politische Parteibewegung jetzt in Europa würden Sie, sehen Sie als sozusagen als die noch am nächsten Ihrem Liberalismusbegriff, falls man nur eine, kann man ja nicht haben, noch Ihrem Buch, ja, aber am ehesten Ihren Vorstellungen entgegenkommt. Sie zitieren sehr oft Macron, ja? Aber ist es wahrscheinlich auch nicht, aber würde mich einfach interessieren und würde damit jetzt auch schon aufhören. Danke. Ich habe viele Fragen vorbereitet, aber ich gehe jetzt trotzdem zuerst ins Publikum. Also falls irgendwelche Rückfragen, bitte? Ah, die Frage, ja, die Frage, okay, dann machen wir direkt die Frage. Ich hätte sonst Fragen gesammelt und die Frage mitgenommen, aber dann machen wir es doch direkt. Welche politische Bewegung in Europa entspricht am ehesten Ihrem Liberalismusbegriff? Also Macron, ist, glaube ich, tatsächlich ein Problem, weil bei Macron sieht man, wie das kleine L und das große L eins werden. Also wir haben auf einmal gar nicht mehr die Wahl zwischen verschiedenen Optionen innerhalb des demokratischen Rechtsstaats. Und wir haben im Grunde auch die Wahl zwischen dem demokratischen Rechtsstaat und einem autoritären. Ja, also Macron ist ja sozusagen der Liberale, zu dem es keine Alternative mehr gibt, die nicht auch demokratisch ist. Und das ist, glaube ich, da sieht man, wie also ein Parteiensystem, wenn das Parteiensystem sozusagen so kollabiert wie in Frankreich, dann hat man auf einmal nur noch die Wahl zwischen System oder Nicht-System. Und dann hat man eigentlich gar keine Wahl mehr innerhalb des Systems. Ja, ich meine, das ist eine interessante Frage, was ich wahrscheinlich irgendwie eine intelligente Form von Sozialdemokratie, nicht? Aber aber da ist sozusagen natürlich immer so ein bisschen Luft jedenfalls noch. Nach oben bei uns jedenfalls, in Deutschland auf jeden Fall. Weil man schon das Gefühl hat, die Sozialdemokraten haben sich sehr wenig um ihre Grundlagen gekümmert, sind manchmal auch sozusagen eine Partei, die gar nichts mit Freiheit anfangen kann. Das finde ich schon manchmal auch ein kleines Problem.
und manchmal dann auch wieder so sehr schuldbewusst gegenüber eigentlich alte eingesessenen Institutionen und sind dann gerade trauen sich dann eigentlich nicht, Dinge zu regulieren, die man anders machen könnte. Also es gibt so eine komische Mischung aus schlechtem Gewissen und Mangel an programmatisch-intellektueller Grundlage, also finde ich bei vielen sozialdemokratischen Parteien, also sicherlich bei der Deutschen. Aber es wäre natürlich schön, wenn das anders wäre. Ja. Aber ich habe jetzt die Antwort verpasst. Was ist eine intelligente Sozialdemokratie. Intelligente, die man noch finden müsste. Die man noch arbeiten müsste jedenfalls, ja. Gut, aber dann schließe ich jetzt doch gleich mit einer Frage an. Was ist beide? Aufgabe, wir arbeiten mit aller Kraft daran, hoffentlich kann der Abend dazu beitragen. Ich eine Frage stelle ich jetzt gleich, weil Sie haben es beide erwähnt, das Beispiel Polen und Ungarn. Herr Möller, Sie sagen, es gibt so etwas wie illiberale Demokratie nicht, das ist ein Widerspruch in sich und man könne zurzeit auf dieser Welt keine illiberale Demokratie entdecken. Aber was ist dann Ungarn zum Beispiel? Na, Ungarn ist halt tatsächlich auch keine Demokratie mehr. Das ist ja relativ klar. Also weil man natürlich als ungarischer Oppositioneller, wenn man Glück hat, nur die Steuerfahndung hat, aber jedenfalls auch keine Medienfreiheit mehr genießt oder sonst was. Ich glaube, Frau Berger hat natürlich völlig recht, dass es sagen im Detail, und das Detail ist natürlich auch immer wichtig, also gerade für Juristen, immer auch Widersprüche zwischen Demokratie und Rechtsstaat geben kann, aber auf der Makroebene dann halt doch irgendwie selten. Nicht? Also auf der Makroebene wird man sagen, Staaten, die unabhängige Gerichte haben, sind meistens auch Demokratien und Demokratien haben meistens auch unabhängige Gerichte. Und Staaten, die unabhängige Gerichte haben, aber keine Demokratien sind, für die gibt es eigentlich kein Beispiel und für Demokratien ohne unabhängige Gerichte gibt es auch kein Beispiel. Und das ist halt kein Zufall, sondern das hängt tatsächlich auch systemisch damit zusammen, dass der Schutz der individuellen Rechte und der Schutz des politischen Systems als einem System, wo die Minderheit zur Mehrheit werden kann, wie Kelsen immer gesagt hat, dass die natürlich miteinander zusammenhängen. Nicht? Also man kriegt halt ein faires Verfahren, nur wenn irgendjemand das kontrolliert. Und ein politisches Verfahren. Insofern habe ich ein bisschen, leide ich immer so ein bisschen an der Kommission und an der supranationalen Angang, weil die natürlich schon so ein... es gibt schon so eine gewisse Wahlverwandtschaft gibt zwischen Technokratie, Rechtsstaatsbegriff und Politikaversion, in der die Kommission natürlich nie über Demokratie und immer nur über den Rechtsstaat leben will, weil sie mit dem Rechtsstaat Dinge verbinden kann, bei denen sie sich sicher ist. Etwa natürlich Mittelvergabe und Mittelnutzung. Ich bin natürlich nicht für Korruption, ich sehe auch, Sie haben auch völlig recht, dass es dann einen intensiven Zusammenhang gibt, aber das sagen immer in diese unpolitische Argumente zu flüchten, heißt eigentlich auch immer so ein bisschen implizit zu sagen, ja, aber demokratisch seid ihr schon. Ihr seid vielleicht auch sogar demokratischer als wir, also weil wir sind ja nur die Kommission. Also so ein bisschen hat man das Gefühl, da zeigt die EU auch mal so ein schlechtes Gewissen und attackiert nicht sozusagen nochmal etwas frontal die Tatsache, dass wir da auch ein Politikproblem haben und nicht nur ein Rechtsstaatsproblem. Da ist das EP, da sind die Debatten im Europäischen Parlament immer schon so ein bisschen weiter, finde ich, als die Art und Weise, wie die Kommission das so angeht. Wollen Sie was? No? Ich hätte unmittelbar eine Frage, und zwar diesen Angriff auf demokratische Institutionen, vor allem auf die Justiz, auf die Gewaltenteilung, sehen wir ja, ist ein globales Phänomen, brauchen wir auch nur in unsere Nachbarschaft schauen, oder genau beobachten, was zurzeit in Österreich passiert. Wir hatten einen Innenminister, der darauf gepocht hat, dass das Recht von der Politik ausgeht und nicht umgekehrt. Wir haben einen aktuellen Innenminister, der im Zuge der Debatten um Abschiebungen nach Afghanistan sagt, dort, wo die Europäische Menschenrechtskonvention Grenzen setzt, muss es Alternativen geben. Wir haben aktuell frontale, ungeschönte Attacken auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die auf Justizministerin Berger zurückgeht, in der linke Zellen vermutet werden. Das heißt, es gibt da wirklich frontale Attacken gegen die Justiz, gegen die Gewaltenteilung. Wie geht man damit als Gesellschaft um, Maria Berger? Man muss in dem Zusammenhang schon darauf hinweisen, also gerade diese Aussagen, also, die du jetzt zitiert hast, also mit der Politik steht über Recht. Ne? Man kann jetzt das Verhältnis Politik recht lang zitieren und es ist sehr vielfältig, aber so wie es der Herr Kickl gemeint hat, ist sehr eindeutig, nämlich Abschaffung der Europäischen Menschenrechtskonvention, mehr oder minder, dass solche Tendenzen und eben, das zeigt, dass überall das gleiche Muster sich abspielt. Ne? Die unabhängige Justiz, alles, was unabhängig ist, einmal sozusagen
diskreditieren und aushungern, was immer man in einem gerade noch demokratischen Staat sich einfallen lassen kann, dass das sozusagen nicht einzelne Ausrutscher sind, sondern ein System, System dahinter steckt. Und darum halte ich es auch so wichtig, ne? Dass auch die Akteure sozusagen hier eine gemeinsame Sichtweise entwickeln. Gerade wie die Situation vor 2 Jahren in Österreich war, auf der einen Seite so banale Institutionen, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, wie die österreichischen Krankenkassen, ne, dass man da weitgehend die Unabhängigkeit abschafft, dass man die Finanzierung des öffentlichen rechtlichen Rundfunks diskutiert hat, von einem gebührenfinanzierten zu einem regierungsabhängigen System und vieles andere kleine, manchmal sehr banal scheinende Elemente. Ne? Wenn man das zu einem Puzzle zusammenfügt, war relativ klar, wohin die Reise unter Schwarz-Blau hätte gehen sollen. Was jetzt an Justizkritik doch kommt, ist natürlich Litigation PA, ja, für halt einen Kanzler oder Ex-Kanzler, der halt Gegenstand von Ermittlungen ist und viele seiner Freunde auch. Und ja, das, also ich glaube, es richtet sich mittlerweile schon eher selbst. Also, aber trotzdem muss man aufpassen, es bleibt immer was hängen, sagt man in Österreich. Ne? Also so dieses Diskreditieren von Institutionen, ja, und gerade Gerichte und Staatsanwaltschaften sind eh nicht gerade Institutionen, die irgendwie besonders hohe Sympathiewerte, ja, mit sich bringen. Das ist auch relativ leicht, ja. Man kann leicht schimpfen, es dauert alles so lang, etc. Also man kann die oft auch sehr leicht vernadern. Sie sind in ihren Abwehrmechanismen auch sehr eingeschränkt. Also die Medienarbeit könnte in Österreich noch besser sein. Ja. Aber sie hat auf jeden Fall Grenzen, ja, weil die Staatsanwaltschaften halt nicht aus dem Akt zitieren dürfen in der Öffentlichkeit, während die sie angreifen, alle möglichen Dinge behaupten können. Also da, aber also ich glaube schon, dass es nicht übertrieben ist zu sagen, dass vor 2 Jahren ja, diese Entwicklung sehr stark in die Richtung gegangen ist. Ich sehe sie jetzt nur gebremst, kurzfristig, aber nicht wirklich. Oder auch der Umgangston, ne, wenn ich mich erinnere, wie der Kanzler Kurz gemeint hat, ob irgendwelche Verordnungen im Rahmen der Pandemiebekämpfung, ne, ob die verfassungskonform waren. Und da waren eben in der Schnelligkeit, sind da wirklich schlechte Verordnungen produziert worden, wo eine nach dem anderen dann beim Verfassungsgerichtshof aufgehoben wurde. Aber er schon vorweg sagt, ja, was schert mich das, ja, dass eines Tages der Verfassungsgerichtshof das aufhebt. Ne? Was sollen sie die Bürgerinnen und Bürger denken über den Stellenwert des Verfassungsgerichtshofs, wenn der Bundeskanzler ja, sagt, was schert mich die Verfassung und was schert mich der Verfassungsgerichtshof. Ne? Der Hintergrund war, dass er davon ausging, dass bis zur Aufhebung durch den Verfassungsgerichtshof die Maßnahmen eh nicht mehr gelten. Das heißt, das hat natürlich keine Auswirkung gehabt dann auf reale Politik. Ich will ganz kurz beim Thema Wecker-SDA bleiben. Hättest du gedacht, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft einmal diese Bedeutung erlangt, die sie in den letzten 2 Jahren erhalten hat? Hand aufs Herz. Ehrlich gesagt, nein. Also mir war schon bewusst, oder mir war bewusst, es war vielen bewusst, man hat sich nur die Bewertungen durch dieses Europaratskomitee, ja, das GRECO, glaube ich, heißen die, ja, anschauen müssen, ne, wie schlecht der Österreich dagestanden ist, sowohl was sozusagen die Häufigkeit, ja, von Korruption anbelangt, als auch die Schwäche der Mechanismen zur Bekämpfung von Korruption. Und die unmittelbare Wahrnehmung, die ich damals gehabt habe, war eher nicht auf der Ebene der Bundespolitik, sondern stärker auf der Ebene der Landespolitik. Also die Staatsanwaltschaften, die, sage ich jetzt mal, in Landeshauptstädten mit starken Landeshauptleuten, ja, gesessen sind, Musterbeispiel war damals Kärnten, ja, die haben sich ja, bei den eindeutigsten Amtsdelikten, Amtsmissbrauch, ja, haben sich die nicht vorgehen getraut. Die sitzen
halt nicht nur räumlich relativ nahe beisammen, man trifft sich in Klagenfurt jeden Tag irgendwo bei einem Empfang und zum Abendessen und dann von diesen Staatsanwälten zu verlangen, dass die jetzt da mutig gegen den Herrn Landeshauptmann und seine Landesräte angehen, ist ein bisschen zu viel erwartet. Deshalb die Zentralisierungsgedanke, in Wien mit zwei Außenstellen, aber in Wien möglichst weit weg von diesen regionalen, lokalen Verflechtungen und Spezialisierung. Ja? Weil eine klassische Staatsanwaltschaft natürlich auch sozusagen das Erkennen von Untreue-Tatbeständen, Betrugs-Tatbeständen, Verflechtungen, die etwas komplizierterer Natur sind, technische Fähigkeiten, die sich jetzt sehr bewährt haben, dass man auch gelöschte WhatsApp-Nachrichten noch auslesen kann. Ja? Solche Fähigkeiten müssen konzentriert vorhanden sein. Ja? Und darum hat mich ja sehr besorgt gemacht, dass es ja auch die Debatte gegeben hat, die WKStA wieder zu zerschlagen und wieder auf die Landeshaupt- oder auf die vier Staatsanwaltschaften am Sitz der Oberlandes Gerichte aufzuteilen, weil damit geht dieses Spezial-Know-how wieder verloren. Ja? Und da sitzt irgendwo ein paar einsame Staatsanwälte und ohne diese immer noch zu wenig, aber doch vorhandene Spezialkompetenz. Ja. Aber dass die sozusagen Fälle, wie sie jetzt am Tisch sind, hätte ich eher nicht erwartet. War nicht absehbar. Ja. Naja, woher? Aber ja, natürlich. Ich lese gern Kriminalromane und habe solche an der Schnittstelle Staat, Politik, Wirtschaft. Ja? Also da habe ich eher einiges an Fantasie, aber das ist manche Dinge so. Ja, wenn man es von hinten liest, ja, dann das ist es leichter. Ich würde gern. Herr Möllers, zurück zu Ihrem Buch. Ich habe mich ja heute sehr schnell eingelesen und mir kam auch wirklich Ihr Schreibstil und die Form des Buches sehr zu Pass, weil ich konnte es schnell querlesen und mir sind ein paar sehr interessante Punkte aufgefallen. Und jetzt bleibe ich nochmal bei dem Bereich illiberale Demokratien, autoritäre Bewegungen zu schreiben. Das ist mir aufgefallen, jede marxistische Sektiererdebatte war in den 70ern, war interessanter als das politische Programm rechtsautoritärer Bewegungen wie jener von Orban und Modi. Und sie schlussfolgern, dass ihre theoretische Einfallslosigkeit, also nicht theoretisch im Sinne von möglich, sondern theoretisch im Sinne von Theorie, kann diese Bewegungen auf lange Sicht politisch bedrohen. Können Sie das ein bisschen ausführen, was Sie damit meinen? Naja, ich meine, es ist natürlich schon ganz faszinierend zu sehen, dass sie eigentlich bei so unterschiedlichen Ländern wie, sagen wir mal, Indien, der Türkei, Ungarn, letztlich so eine sozial-konservativ-autoritäre Ideologie, die so ein bisschen mit Religion gewürzt ist, patriarchalisch orientiert ist und irgendwie sozusagen auf eine starke Exekutive hingestrickt ist und sich dann fragen, was ist da sozusagen der theoretische Hintergrund? Dann können Sie irgendwie Karl Schmidt lesen und so ein paar andere Leute, aber brauchen dafür eigentlich nicht wirklich irgendwas Neues, nicht? Und das ist schon, finde ich, relativ bemerkenswert, dass man also mit so Modellen, die so aus den 20er Jahren kommen, so weit kommt. Und ich denke, tatsächlich ist dann auch der Ertrag dieser Bewegung oder der Ertrag so einer Art des Regierens halt dann auch überwiegend ein destruktiver. Nicht? Also sehr darauf angewiesen, eigentlich Ressourcen, die da sind, so aufzubrauchen, sowohl intellektuelle, humane, aber auch sozusagen ökonomische. Er hat eigentlich keine Vorstellung davon, wie man sozusagen auf neue Probleme reagiert, muss die deswegen auch leugnen. Nicht? Das ist ja gerade bei der Klimafrage relativ, finde ich, relativ einfach zu sehen. Und muss im Grunde so ein bisschen immer die Tatsachengrundlage seines eigenen Regierens in Abrede stellen oder sagen undeutlich machen oder sagen verschwimmen machen, weil man im Grunde ja mit so einem alten Modell auch nur alte Probleme lösen kann. Und das ist natürlich schon ein Problem, das ist jetzt gar nicht unbedingt in dem Sinne als Trost gedacht, dass man sagt, deswegen werden die alle kollabieren. Nicht? Man sieht ja auch gerade in einem Land wie Russland, wie sich das einfach so fortschreiben kann und durch völlige Stagnation, im Grunde durch Erdöl und sonstige Bodenschatzvorräte, aber irgendwie trotzdem noch 30 Jahre weitermachen kann und dann ist die Gesellschaft halt irgendwie am Boden. Aber dass man mit so wenig Programmatik und so wenig sozusagen an Neuem so weit kommen kann, das finde ich relativ bemerkenswert und wird auch gar nicht selten so, selten so ausgesprochen dann erstmal. Aber es, wie gesagt, interne Probleme, die Tatsache, dass sie
damit selber in Probleme kommen, weil sie keine Problemlösungskapazität mehr haben und den Leuten auch nicht verkaufen können, dass sie ihnen helfen, deren Probleme zu lösen, ist auf der Dauer natürlich auch für sie ein Problem des Machterhalts, aber führt wahrscheinlich im Ergebnis dann doch eher nur dazu, dass sie noch extremer werden. Oder Dinge tun, die man halt so tut, über einen Krieg führen, um nach innen zu schließen oder solche Dinge. Also gut ist das dann trotzdem auch nicht für die liberale Seite dann doch nicht. Also, man auch ein Feindbild braucht. Ja. Ja, eine Außenseite halt irgendwie. Ein Wir und ein Sie. Sie bearbeiten in dem Buch auch das Thema Ungleichheit. Mhm. Und als politische Akademie der Sozialdemokratie ist, oder als Mitarbeiter dieser Akademie ist mir das natürlich aufgefallen, weil Sie sagen, dass soziale Ungleichheit oder dass Ungleichheit eine legitime soziale Funktion erfüllt. Mhm. Könnten Sie das ausführen, inwiefern? Naja, erstmal, ich meine, das Erste ist, glaube ich, wir müssen ein bisschen radikaler in beide Richtungen über Ungleichheit nachdenken. Also wir haben uns, glaube ich, ein bisschen eingerichtet in so einen Mittelbegriff, der Chancengleichheit heißt. Und Chancengleichheit ist sehr schnell so ein anästhetisierendes Ding, wo man sagt, ja, wenn alle gleiche Chancen haben, dann ist es aber gleich. Chancengleichheit ist eigentlich ein sehr radikaler Gedanke. Weil natürlich, gerade wenn wir so an Kinder denken, die Chancenungleichheit eigentlich sofort beginnt mit der Geburt. Und man eigentlich, wenn man Chancengleichheit will, massiv intervenieren will. Also auf der Seite muss man eigentlich tatsächlich über Gleichheit radikaler nachdenken und sie kann sich nicht damit trösten, zu sagen, irgendwo dann werden die Schulnoten neutral vergeben oder irgendwie sowas. Nicht? Aber auf der anderen Seite muss man sich auch klar machen, dass natürlich schon, wenn man überhaupt einen gemeinsamen Nenner liberaler Theorien haben will, und auch das, was sie dann letztlich von autoritären Theorien unterscheidet, dann doch ist, dass sie irgendwie auch einen positiven Platz für Ungleichheit haben. Nicht? Den kann man irgendwie anders nennen, den kann man Autonomie oder Individualität oder sonst was nennen. Aber tatsächlich soll aus der Chancengleichheit ja auch etwas rauskommen, bei dem diejenigen, die sie genießen konnten, irgendwie anders werden als die anderen, die sie genießen konnten. Und ich glaube, das muss man auch, und das wiederum finde ich, fehlt mir auch sehr oft in der Theorie zu sagen, also wir müssen sozusagen Ungleichheit, nicht soziale Ungleichheit, aber doch sagen Ungleichheit dann im Ergebnis irgendwie auch affirmativ besetzen. Das gehört auch zu einer liberalen Ordnung. Damit hängt ja natürlich auch zusammen, ich habe gerade, also das Letzte, was ich geschrieben habe, was nicht wissenschaftlich war, war so ein kleiner Essay über ein Schachturnier. Ich war mit meinem Sohn, mit meinem 10-jährigen Sohn auf so einem Schachturnier, eine Woche lang. Und da fand ich es nochmal interessant zu sehen, wie der Wettbewerbsgedanke halt auch sehr ambivalent ist, weil der Wettbewerbsgedanke, mit dem sozialdemokratische Parteien in den letzten 20, 30 Jahren mehr und mehr Probleme bekommen haben, der aber eigentlich ursprünglich immer sehr wichtig war. Wissen ist Macht, hieß ja Wissen ist Aufstieg über Wettbewerb. Wie der Wettbewerbsgedanke natürlich auf der einen Seite was sehr, sehr Brutales hatte. Ich habe gesagt, ein 10-jähriger deutsche Schachmeisterschaften, das ist wirklich schlimm. Also ich war wirklich, wir waren alle so ein bisschen fertig hinterher. Aber auf der anderen Seite natürlich auch etwas hat, was ein unglaubliches Maß an Gerechtigkeit vermittelt. Und irgendwie auch sagen, irgendwie die Kinder auch sagen, darin lehrt, miteinander umzugehen. Das scheint mir auch wiederum ein wichtiges Element einer Ungleichheitsdiskussion zu sein, die sagen, nicht zu schematisch jetzt einfach erstmal den Gedanken der Ungleichheit als solchen verwirft. Sie sagen aber auch, dass an einem gewissen Maß soziale Ungleichheit der Freiheit bedroht wird. Ja. Klar, also ich meine, man kann in dem Augenblick, wo man sagen, von Geburt an keine Chance hat, sie zu verwirklichen, ist man natürlich nicht frei, wird man nicht frei. Und das ist, glaube ich, auch ein massives Problem, dass wir auch in der Dramatik gar nicht, über das mehr seit 20 Jahren mehr geredet wird, aber was immer noch sozusagen gar nicht in seiner Radikalität so richtig. Also ich wundere mich immer, dass wir sagen, alle immer noch sagen, über sowas wie Erbschaft, ich rede jetzt mal über Deutschland, ich weiß gar nicht, wie die Diskussion in Österreich da verläuft, aber über sowas wie Erbschaftssteuer noch irgendwie reden. Nicht? Also wir haben immer noch eine völlig absurde Erbschaftssteuer reden, wo letztlich niemand besteuert wird. Nicht? Wir haben gar ich liebe Österreich. großartig. Ist das so? Uiuiui. Die Vermögenssteuer, das war die Vermögenssteuer. Ja. Aber das ist schon, also das finde ich so ein ganz einfachste Beispiel. Nicht? Sie sagen auch im Buch, es gibt keine liberale Theorie, die besagt, dass die Freiheit des Einzelnen über seinen Tod hinausgeht. Ja. Also quasi. Ja, der Erbschaftssteuergedanke ist völlig absurd. Also ich glaube schon, dass wir Leuten das Recht geben, bestimmte Dinge zu vererben, weil sie sozusagen die Identität von Familie und so weiter begründen. Das ist aber kein liberaler Gedanke.
Nicht, das ist eher ein gemeinschaftlicher Gedanke in dem Sinn von, dass wir sozusagen so Identitäten haben, die über Generationen hinweggehen. Und dazu gehört auch, dass man irgendwas mitnimmt von seinen Vorfahren. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber mit Verdienst hat das halt gar nichts zu tun. Und das ist relativ klar. Und es hat auch nichts mit Selbstbestimmung zu tun, weil meine Selbstbestimmung endet halt mit meinem Tod. Und dann habe ich kein Recht mehr, über irgendwas zu verfügen. Ich glaube, ich müsste jetzt raussuchen, aber ich glaube, die Formulierung war, die Freiheit der Erblasser ist die Unfreiheit der anderen. Ja, ja, gut. So ist es. Habe ich es hoffentlich richtig gesehen. Ja, ja, ja. Ein Zitat habe ich mir noch aufgeschrieben, und zwar: liberale Gesellschaften, auch zum Thema Ungleichheit, liberale Gesellschaften würde man daran erkennen, dass der Status der Oberklasse unsicher wäre. Also, wenn das jetzt der Maßstab wäre, leben wir in Deutschland oder in Österreich in einer liberalen Gesellschaft? Natürlich nicht. Also ich glaube, was wir beobachten können, auch in natürlich sehr spektakulär in den USA, ich war gerade 6 Wochen in Kalifornien, da sieht man das natürlich nochmal in einer ganz anderen Härte, ist ja nicht nur sagen die Ungleichheit selbst, sondern die Absicherung, auch gerade der Oberschicht. Also es gibt eigentlich keinen Abstieg mehr. Und das ist natürlich ein ganz schlechtes Zeichen. Man muss sagen, das klingt ein bisschen brutal, aber eine freiheitliche Gesellschaft ist auch immer eine, in der Abstieg möglich sein muss. Man muss den Abstieg irgendwie vielleicht auffangen, es darf kein Fall ins Bodenlose werden, man muss eben überlegen, wie man damit umgeht, aber man muss auch offensiv darüber reden, dass das auch dazu gehört. Und wir sehen natürlich, wenn wir so einen Zyklus haben, Reichtum, Elite-Schulen, stellen Reichtum, und den haben wir in den USA ja relativ stark. Wir haben können sagen, die amerikanischen Elite-Universitäten sind tatsächlich auch ein Element der keine meritokratische Institution, sondern Elemente der Verfestigung einer Geschichtung. Dann kann es keinen Abstieg mehr geben für die nächste Generation. Und das ist in der Tat ein eindeutiger Indikator auf einer nicht freiheitlichen Gesellschaft. Klassen, die sich selbst reproduzieren. Ja. Warum wollen so viele Liberale sich eigentlich nicht als links oder rechts bezeichnen? Bei uns gab es in Österreich das berühmte, ist vielleicht übertrieben, aber das Plakat: nicht links, nicht rechts, sondern nach vorne. Ja. Oder, also wollen immer mittig sein, wollen oft unpolitisch sein. Warum ist das so? Na, es hat erstmal einen historischen Grund. Also die Liberalen sind um 1820 einfach die, und das sind die, die weder die Revolution rückgängig machen wollen, noch sie fortsetzen wollen. Also die sie fortsetzen wollen, sind halt die Linken, und die sie rückgängig machen wollen, sind die Konservativen oder die Rechten. Das heißt, da ist irgendwie erstmal ein historischer, diese Mittelposition ist erstmal eine historisch akkurate Selbstbeschreibung. Aber dann im zweiten Schritt sieht man auch immer in allen harten Wegscheiden, also in Deutschland mit dem Beginn des Nationalsozialismus, ist die Links-Rechts-Unterscheidung eigentlich stärker als die liberale Identität. Nicht? Dann wird der Liberalismus einfach zerrissen. Und das zeigt, dass wir eigentlich Liberalismus nicht so denken sollten, als etwas, was rechts oder links überwindet, sondern dass entweder eine Gemeinsamkeit innerhalb rechter und linker Lager hat oder was sich auf rechte und linke Lager verteilt. Ein schönes Keynes-Zitat darüber, dass die Aufgabe der Liberalen nur darin besteht, die Konservativen mit Ideen und die Labour Party mit Personal zu versorgen. Und das finde ich eigentlich keine ganz schlechte Einsicht. Ich habe noch ein Zitat, das mir aufgefallen ist, und dann würde ich wirklich gerne in die Fragerunde gehen. Und zwar, weil es hat auch die Sozialdemokratie in Europa und in Österreich auch beschäftigt. Sie schreiben: liberale Politik ist immer auch Identitätspolitik. Warum ist das so? Warum ist liberale Politik immer Identitätspolitik? Ich glaube, man kann die Frage, was man will, und die Frage nach seiner eigenen Freiheit nicht ohne eine Selbstbeschreibung. Weil man muss immer auch sozusagen eine Selbstbeschreibung formulieren. Die Selbstbeschreibung hat auch immer einen Gruppenbezug. Deswegen finde ich das gegeneinander Ausspielen von klassischem Liberalismus einerseits und Frauenbewegung oder LGBTQ oder sonst irgendwie, also diese ganzen Bewegungen, die als identitätspolitisch abgetan werden, einfach für falsch. Auch politisch für falsch. Auch die Arbeiterbewegung war mal in gewisser Weise eine Bewegung in der Gruppenidentität. Und so ist es halt vielleicht irgendwie heute eine andere. Und ich glaube, jedenfalls ein linksliberales politisches Projekt kann, glaube ich, nicht anders als auch aus reiner Strategie, aber glaube ich sowohl aus Strategie als auch aus der Sache heraus sagen, ohne, wenn man nicht bereit ist, Koalitionen zwischen diesen Identitäten zu bilden, dann wird man wahrscheinlich auch nie eine Mehrheit haben. Ich habe schon die ersten Hände gesehen. Das Mikrofon wandert zu Ihnen, bitte. Ja. Grüß Gott, Ulrike Neuhauser. Ich fand das jetzt, ich möchte mich auf das Letzte beziehen mit der liberalen Partei. Als Österreicherin, ich habe einen sehr guten deutschen Freund, und was ich spannend finde, ist mit liberaler Partei, dass das, glaube ich, in Deutschland eher, Verzeihung, verallgemeinert schlechter verstanden wird. Die FPÖ ist jetzt, kann man nicht mit einer FDP in Deutschland vergleichen. Und das finde ich sehr wichtig, weil ich finde das sehr, also mich hat das immer erstaunt, dass das von deutscher Seite das nicht genug gesehen wird, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken darf. Ja. Und mich hat also im Zuge jetzt der neuen Regierungskoalition in Deutschland
damals überrascht, dass der Herr Lindner seine Regierungsbeteiligung damals, wo er sie auch hätte haben können, nicht wahrgenommen hat. Und jetzt sozusagen in der jetzigen Situation würde mich das sehr interessieren, Ihre Einschätzung sozusagen, was macht denn die FDP in Deutschland zu einer liberalen Partei, auch jetzt von Ihrer Sicht, weil Sie ja Deutscher sind, in Österreich und gerne in Wien sind, sozusagen in diesem Spannungsverhältnis. Also erstmal würde ich sagen zur FDP, für mir ist natürlich auch klar, dass die FDP jetzt Nina Haider hervorgebracht hat und nie sozusagen in dieser krassen Form xenophob war. Und dann, wenn wir bei Kickel sind, sind wir ja wirklich schon in ganz anderen Gefilden dann irgendwann gewesen. Trotzdem ist es, glaube ich, muss man sich schon klar machen, dass beide Parteien aus der Tradition des rechten Nationalliberalismus kommen, den man sozusagen jetzt so ganz normativ schwer tut, mit einer liberalen Idee so moralisch angedickt zu verbinden, aber die schon irgendwie auch zu Geschichtsliberalismus gehört. Die FDP war zum Beispiel auch die klassische Alt-Nazi-Partei in Deutschland, nicht? Also die Alliierten haben nur einmal von ihren Souveränitätsrechten Gebrauch gemacht in der Geschichte der Bundesrepublik. Das war 1953, als sie die FDP-Landesparteizentrale in Düsseldorf umgedreht haben, wegen neonazistischer Umtriebe. Nicht? Also die FDP hat diese Seite, die hat sich nur nie so durchsetzen können. So wie die FPÖ auf der anderen Seite natürlich auch eine lange Zeit eine sozialliberale Koalition mitgetragen hat. Und den gibt es ja auch, die Geschichte gibt es ja auch. Ne? Also klar ist die FPÖ heute was ganz anderes, aber da ist schon, also die Ähnlichkeiten sind vielleicht dann doch gar nicht so, die sind nur so ein bisschen anders verteilt zeitlich und natürlich ist die FPÖ anders ausgeschlagen. Warum ist die FDP, was ist mit Lindner? Naja, also erstmal, ich glaube, Lindner, politisch jetzt, strategisch ist klar, einerseits hatte er keinen zweiten Versuch mehr, nicht zu regieren. Dann wäre er, glaube ich, weg gewesen. Und er hat dann auch erkannt, dass es für ihn eigentlich besser ist, derjenige zu sein, der sozusagen am weitesten weg von der Mitte der drei Parteien ist. Da hat er eigentlich am meisten Bewegungsspielraum dadurch. Er hat jetzt mehr Bewegungsspielraum, als er in der Jamaika-Koalition gehabt hätte. Da hätten nämlich die Grünen diese Rolle gehabt und wären am meisten weg gewesen von der Mitte. Und damit hat er eigentlich zwei Anreize, sich an der Regierung zu beteiligen. Wiewohl man auch sehen muss, in gewisser Weise sind diese Dreierbündnisse beide, also Jamaika als auch Ampel, natürlich verdeckte große Koalitionen. Weil immer eine Partei aus dem einen Lager mit zwei Parteien aus dem anderen Lager. Und an die Lagerlogik glaube ich schon sehr. Also die Grünen bestreiten das immer. Die Grünen sind doch eben eine linke Partei dann im Ergebnis. Zusammenhängen. Warum ist die FDP eine liberale Partei? Ja, die FDP ist eine rechtsliberale Partei. Und das ist das Problem, dass vielleicht Linksliberale immer ein Problem mit Eigentum haben und Rechtsliberale immer ein Problem mit anderen Freiheitsrechten außer Eigentum. Und die FDP war irgendwie immer dann halt eine eigentumsbezogene Partei. Darin ist sie in der Tat aber immer sehr inkonsequent gewesen, weil sie eigentlich auch nie so ganz marktliberal war, sondern immer sehr eine Partei der alten Kooperation, im Widerspruch zu dem, was ich Ihnen gesagt habe. Also immer die Partei des Bundesverbandes der deutschen Industrie, der Anwaltskammern und der Notarkammern und so weiter. Und der Zahnärzte. Ja, ja, wirklich. Ja, ja, so ist es. Absolut. Das heißt, man muss ganz offensiv der FDP den Liberalismus auch mal absprechen. Und sagen, es ist ein Label aus der politischen Theorie, das kann man sich anheften, aber das ist vielleicht auch manchmal fehlerloziert. Ich möchte aber zum Schluss sagen, die FDP hat im Moment, finde ich so, wenn man sich die Bundestagsfraktion anguckt, wenn man so ein bisschen näher da reinguckt, eigentlich relativ viele Leute, die wieder über sozialliberale Dinge nachdenken und ein bisschen offener geworden sind. Nur ist die FDP wie keine andere Partei in Deutschland im Moment monokratisch regiert. Also es gibt keine Partei, wo der Vorsitzende so die Hand drauf hat wie die FDP. Deswegen kommt davon wenig raus. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte sehr, der Herr in der zweiten Reihe. Keine Angst. Nein, geht schon. Also auch ich habe Ihre praktischen Ausblicke mit mehr oder weniger großem Vergnügen gelesen. Aber ich wollte Sie fragen, vielleicht auch die Frau Berger, Maria Berger, nämlich wir setzen auf Regulierung. Sie haben ja zu Beginn gesagt, es gibt die Individuen und es gibt die Begrenzungen und die Gemeinschaft und wir brauchen verschiedene Formen der Regulierung. Und ich bin ein bisschen verwundert, dass das Stichwort Föderalismus nicht vorkommt bei Ihnen. Wir haben hier in Österreich einen Föderalismus, der stammt aus den 1920er Jahren. Und es ist ein Skandal, dass er hier nicht thematisiert wird. Jetzt, gerade in der Krise, wird immer wieder gesagt, der Föderalismus ist schuld, dass das so schlecht funktioniert, ne? Und etwas weiter gefasst, also Föderalismus war ja die Idee der Machtverteilung im Staat und die gibt es ja wohl noch immer. Und dann möchte ich darauf verweisen, dass die OECD
sehr stark das Thema Governance entwickelt hat und forciert, wo man natürlich sagen kann, da sind marktliberale Elemente drinnen, aber auf der anderen Seite sind sehr viele Verfahrensfragen, wie man eben in Konflikten umgeht, wie man mit Zielkonflikten insbesondere umgeht. Oder was hätte man für einen Gewinn, wenn man Evaluierung als wichtiges politisches Instrument verstünde? Das kommt halt vor bei Ihnen, das hat mich ein bisschen gewundert. Ja, also der Föderalismus, da haben Sie völlig recht. Also der Föderalismus ist eigentlich eine großartige Errungenschaft und er ist natürlich deswegen, glaube ich, auch so, so wichtig, weil ich persönlich glaube tatsächlich, dass der Föderalismus vermutlich das einzige, also man hänge ich ja sehr hoch, habe ich auch, also steht vielleicht im Buch nicht drin, ich weiß überhaupt nicht mehr, ich sage jetzt aber, ich habe schon, naja, der Föderalismus ist eigentlich die einzige institutionelle Vorkehrung, von der ich die Vermutung habe, dass sie gegen autoritäre Bewegungen wirklich hilft. Gerichte helfen kann. Gerichte können das auf Dauer nicht. Gerichte sind irgendwann geschleift, die sind irgendwann durch. Wenn man die Leute ersetzt, wir sehen ja, wir haben im Moment, die Ungarn haben ja ihre Verfahrensordnung auf den alten Stand gebracht. Wir haben dasselbe Verfassungsgericht wie vor 10 Jahren, aber es ist trotzdem irgendwie jetzt leer. Einfach durch Personalbesetzung. Also Gerichte sind zwar sehr wichtig, aber die letzte Schlacht können sie nicht gewinnen. Während der Föderalismus natürlich als eine Vervielfältigung von Politik immer relativ viele Möglichkeiten hat. Und wir sehen das ja zum Beispiel an den, in den USA hat man das ja schön gesehen, an den auch wirklich begrenzten Möglichkeiten von jemandem wie Trump in Politik zu machen. Nicht, weil es dann irgendwie kommt er nach Kalifornien dann doch irgendwie nicht rein. Und das ist schon bemerkenswert. Und das würde ich für das deutsche System und für das österreichische natürlich auch sehen. In gewisser Weise muss man ja auch sagen, die Binnenföderalisierung auch der ÖVP war ja wahrscheinlich der eigentliche Grund dafür, wenn ich das so von außen beobachten darf, dass Kurz dann zurückgetreten ist. Wenn die FPÖ, wenn die ÖVP, wenn wir sagen, auch in Deutschland, also ich rede mal lieber nicht über Österreich, weil ich mich nicht so schlecht auskenne, aber in Deutschland ist relativ klar, wenn wir eine Bundesliste hätten bei den Bundestagswahlen, dann würde das Kanzleramt eigentlich bestimmen, wer im Bundestag sitzt. Das wäre fatal. Das heißt, die Föderalisierung auch der Parteiorganisation ist total wichtig. Da stimme ich Ihnen einfach zu, wenn es da nicht drinsteht, dann ist es einfach ein Versäumnis. Governance bin ich ein bisschen skeptischer. Governance ist ein sehr technokratischer Begriff, den hat die Weltbank als erste erfunden und der wurde immer sozusagen so ein bisschen eingeleitet. Also das war immer so, wir haben Geld, aber wir haben kein politisches Mandat. Wir wollen aber, dass ihr Institutionen baut, die sagen, marktförmig sind. Also schicken wir euch ein bisschen Geld rüber. Wir nennen das aber nicht Government, weil ihr seid ja souveräne Staaten. Wir wollen aber trotzdem Kontrolle haben, also nennen wir es Governance. Das ist die Konstellation. Technokratische Hilfe für handlungsschwache politische Einheiten. Und dann tue ich mich immer so ein bisschen schwer, das anzuwenden auf Staaten, die demokratisch entwickelt sind. Die Kommission liebt den Governance, hat auch mal versucht, mit dem Governance-Begriff was zu machen. Die haben mal so ein Weißbuch rausgebracht, Anfang der 2000er Jahre. Das war auch ein ziemlicher Rohrkrepierer letztlich. Ich bin halt nicht so sicher, ob das Ganze mit Governance verbundene Programm einer Politik ohne Politik, also einer Quantifizierung, Kennziffern, Evaluierung und so weiter, das kann man machen für bestimmte Bereiche. Aber bestimmte Formen von Verteilungskonflikten kann man so, glaube ich, tatsächlich nicht lösen. Man verdeckt sie dann halt doch nur. Andererseits, und damit höre ich auch auf, es gibt auch Felder, wo der Vergleich was bringt. Also für die Bundesrepublik kann man wahrscheinlich sagen, ohne OECD wären unsere Schulen immer noch deutlich schlechter. Also das gibt es auch, aber man muss dann schon das als einen politischen Konsens irgendwie erstmal installieren und dann kann man an der zweiten Stufe vielleicht mit solchen Mitteln arbeiten. Ich hätte noch zwei Fragen. Entschuldigung, auch an die Maria Berger, also falls du zum Thema für der in diesem Zusammenhang genannt wird, da gibt es sicher tolle Dinge, aber mir würde schon, da wären wir schon zufrieden, wenn es gute, solide Verwaltungstätigkeit gäbe, wenn es noch funktionierende Ministerien gäbe, wo Beamtinnen mit einem hohen Fachwissen, ja, nicht an den Rand geschoben werden, sondern tatsächlich noch was zu sagen haben, wo juristische Abteilungen, Verfassungsdienste nur das Wort wert sind oder, ja, und nicht nur Abteilungen mit dem Bundeskanzleramt, glaube ich, mit 60 Leuten, ja, die nur für Medienarbeit und das Füttern der sozialen Medien zuständig sind und der Boulevardmedien, ja. Und der Verfassungsdienst ist ausgehungert, ja, und fast, ja, also ich kann das jetzt nicht quantifizieren, ja, aber die Anzahl der Gesetze, ja, die mit schwersten Mängeln und
wird immer höher und die Qualität der Arbeit, die fachliche Arbeit immer geringer, haben wir in der Pandemie deutlich gesehen, sowohl auf der fachlichen Ebene Gesundheitspolitik als auch auf der juristischen Ebene. Ja. Insofern diese ganzen Governance und so weiter. Ja. Wäre super, wenn man es mehr einsetzt, aber derzeit hätte man solides, klassisches Beamtenhandwerk gut nutzen oder brauchen. Wollen Sie direkt was drauf sagen? Nur direkt noch einmal antworten. Ich habe natürlich nicht diese Form von Governance gemeint, sondern eben ordentliche Steuerung. Auch das Verhältnis zwischen Politik und Verwaltung, das ist ja ganz klar. Und wenn wir über Strategien reden, aber immer nur Ankündigungen machen und etwa keine Evaluierungen machen, bitteschön, oder wenn wir keine Daten haben, wenn wir kein ordentliches statistisches Zentralamt haben, also ich meine, das heißt jetzt anders hier, dann ist da der Wurm drinnen. Also, ja, aber meine Frage war nur, warum Sie das ausblenden. Ja, ja. Nein, das ist richtig. Also das haben wir bei der Pandemiebekämpfung ja auch gesehen, dass es ein Problem gibt. Ich will auch, Stichwort Pandemiebekämpfung, nur mal ganz kurz auf die Frage zurückkommen, die Sie eingangs erwähnt haben, nämlich zu dem Thema Impfpflicht. Ja. Und ich frage das, weil ich das jetzt öfter gefragt worden bin. Und ich weiß, es in meinem bekannten Freundeskreis, bei meinen Kolleginnen und Kollegen ist das Thema, nämlich dieser Widerspruch, den Sie erwähnt haben zwischen der individuellen Freiheit und der kollektiven Freiheit. Der individuellen Freiheit, Maria Berger, das würde ich auch Sie gerne fragen für Österreich, nicht zu sagen, ich impfe mich nicht, versus der kollektiven Freiheit, die sagt, wir würden gern frei sein von den Gefahren, die mit so einer Pandemie einhergehen und auch mit den Einschränkungen. Meine Frage ist, wie stehen Sie persönlich zu der Diskussion und wie kommen wir als Gesellschaft zu einer Antwort auf diese Frage? Persönlich bin ich für eine Impfpflicht, muss ich sagen. Also da bin ich relativ, also ich glaube, verfassungsrechtlich wäre nochmal eine andere Frage, aber persönlich glaube ich, dass man eine Maßnahme, wir haben eigentlich wenig Maßnahmen, die so gut naturwissenschaftlich evaluiert sind. Ich meine, das Allermeiste, was wir machen, da wissen wir viel weniger drüber. Und die gleichzeitig so eindeutigen Effekte haben und die auch noch irgendwie Leben retten. Also ich glaube, das ist, also wenn wir mit dem Maßstab Verkehrspolitik oder sonst was machen würden, dann wäre das sehr alles ganz anders aus. Also wir leisten uns ja eigentlich mit sehr viel Wissen eine Entscheidung, die sehr, sehr kostspielig ist, ökonomisch, aber auch was individuelle Leben angeht, die wir uns in anderen Bereichen wahrscheinlich gar nicht, über die wir weniger wissen, gar nicht leisten können. Also ich finde es eigentlich zutiefst irrational und auch zutiefst unmoralisch gleichzeitig. Wie man das juristisch sieht, müsste man wirklich nochmal im Einzelnen prüfen. Ich kann dann gut anschließen, auch aus juristischer Sicht, glaube ich, also wenn ich jetzt an die Maßstäbe des österreichischen Verfassungsrechts, des deutschen Grundgesetzes, der Rechtsprechung bei der Verfassungsgerichte oder auch jetzt der europäischen rechtlichen Situation trete, wäre Impfpflicht locker zu argumentieren, übersteht jede Verhältnismäßigkeitsprüfung. Wenn ich diese Argumente, dass dann, weiß ich nicht, irgendwer noch mehr auf den Kopf gestoßen ist, glaube ich auch nicht. Und wenn man so die Stimmen gerade hört, wenn auch, sei es in den Medien oder aus dem privaten Bekanntenkreis, man so liest, diese Spaltung zwischen Geimpften und Nicht-Geimpften und die wechselseitigen Vorwürfen, ich glaube sogar, dass eine Impfpflicht entlastend wäre in dieser Spaltungssituation, weil sich dann alle dahinter versammeln können. Es ist halt gesetzlich angeordnet. Ich tue dir das jetzt nicht zu Fleiß. Ja? Ich Geimpfter, ja, werden ja viele beschuldigt, dass sie sich als Geimpfte, ja, da jetzt moralisch höher stehen, empfinden etc., das fiele alles weg, ja, weil man einfach eine schlichte gesetzliche Verpflichtung, wie wir sie, glaube ich, bis zum Jahr 1978 für andere Formen, ja, Bedrohungen gehabt haben. Ich habe selbst einen Impfpost zu Hause, wo ein Stempel der Bezirkshauptmannschaft drauf ist. Damit ist die gesetzliche Impfpflicht erfüllt. Punkt. Amen. Beistrich. Ja. Eine direkte Frage. Ist es möglich? Ja, ja, und alles ist jetzt ein Herumgedruckse. Ja, ja. Es ist ausführlich diskutiert worden, warum man sich nicht drüber traut. Ja.
Was mich in diesem ganzen Zusammenhang wundert, ist, dass nie die Frage der Ethik gestellt wird. Also ich weiß jetzt zu wenig in Dänemark, ich meine gut, das ist, die Zahlen sind natürlich wieder anders, aber was auch über die Medien kommuniziert wurde, in Dänemark war halt die Solidarität der Gesellschaft eine viel höhere und eine viel größere, dass wenn alle sozusagen haben alle die Freiheiten dann gemeinsam, ja, wenn es einen gewissen Prozentsatz erreicht ist, der geimpft ist, sozusagen kommt das der Gemeinschaft und allen zugute. Und diese Ethik, ich meine früher, John F. Kennedy hat gefragt, frag nicht, was der Staat für dich tun kann, sondern was du für den Staat tun kannst. Ich fände das wirklich ein Motto, das wieder schon längst entstaubt gehört und gerade in diesem Zusammenhang propagiert gehört, weil die Ethik sozusagen, was mein Verhalten für die Gemeinschaft antut und jetzt nicht einmal abgesehen von der eigenen Familie, ja, ich meine, das sollte eigentlich ganz vorne stehen. Ich finde das ein Wahnsinn, dass das nie zur Sprache kommt. Ja, aber es stellt sich die Frage, warum gibt es doch so einen hohen Anteil an Menschen, ja, die jetzt entweder diesen Zusammenhang, ja, zwischen der individuellen Freiheit und dem, was es für andere bedeutet, nicht mehr sehen oder einfach sich mit den eigenartigsten Argumenten wegdiskutieren. Ja, indem zum Beispiel eben, ich weiß eben von einer Bekannten von mir, die sie in einer Erziehung, also in einer Nachmittagsbetreuung für Kinder, für Schüler tätig. Ja? Und die wird als die Geimpfte dort schief angeschaut von den nicht geimpften Kolleginnen. Ja? Sobald die einmal hustet, fürchten alle, ja? Die ist jetzt die große Gefahr und sie gehen ja jeden Tag testen und sind die Besseren. Ja? Also es werden ja so viele Dinge so verdreht, dass dieser sozusagen die sich als die Solidarischen sehen. Ja? Also so weit ist es ja auch schon. Insofern glaube ich, gerade in so einer Situation, schon so schön es wäre, wenn alle das rational denken, solidarisch und so weiter, ist es nicht, wissen wir jetzt. Ja? Deshalb klassischer Fall für eine gesetzliche Regelung und einen Impfzwang. Und die ganzen Einschränkungen sind die Lehrbuchfall im Verfassungsrecht. Ja? Einschränkungen von Grundrechten in Gesundheitskrisen, im europäischen Recht, Notwendigkeiten der öffentlichen Gesundheit. Da darf ich die größten Heiligtümer, ja, des Europarechts, ja, den freien Warenverkehr darf ich einschränken, ja, wegen Anforderungen an die öffentliche Gesundheit. Ja? Ich würde gerne, nämlich diese Verkehrung des Freiheitsbegriffs, ich würde das gerne mitnehmen für meine letzte Frage. Und zwar, eine der großen Freiheitsbedrohungen unserer Zeit und unserer Zukunft ist ja die Klimakrise, sowohl was unsere individuelle Freiheit anbelangt, als auch unsere kollektive Freiheit. Und dennoch gibt es diesen sehr erfolgreichen rechten Frame, Stichwort FDP, nämlich, dass die Mittel, um die Klimakrise zu lindern, von verhindern redet man gar nicht, aber zu lindern, zu bekämpfen, diese Mittel sind das eigentliche Grundübel und die beschränken uns in unserer Freiheit. Um es ganz konkret zu machen, das Problem sind nicht die Treibhausemissionen durch den Autoverkehr, sondern eine mögliche Tempobegrenzung auf deutschen Autobahnen, weil das ist der Inbegriff von Freiheit. Wie schafft man es, dass man diesen Freiheitsbegriff aus diesem Eck wiederholt und neu auflädt? Also wie gehen wir mit sowas um? Also ich meine, es ist ja klar, das kommt natürlich, also woher das kommt, kann man sich schon vorstellen, weil es natürlich schon klar ist, dass wir immer auch Theorie der Freiheit immer auch irgendwie ein Residuum, so einen Restbestand von irgendwie irrationalem Verhalten schützen muss. Also das glaube ich tatsächlich schon. Und dann suchen sich Leute halt seltsame Dinge, die aber sehr, sehr starke Externalitäten haben. Und da liegt ja das Problem. Also man kann ja skurrile Dinge machen, die geschützt sind, nur wenn sie sagen, andere verletzen, dann hat man das Problem. In dem Fall würde ich sagen, ich würde die Frage gar nicht so beantworten, wie Sie sie stellen, sondern ich würde sie viel eher politisch beantworten und sagen, dieses Framing ist eins, was, glaube ich, in der Bundesrepublik an das wirklich keine 15% mehr glauben. Und das Phänomen ist, glaube ich, nicht, wie kann ich diese 15% davon überzeugen, dass es Schwachsinn ist, das kann man wahrscheinlich nicht, sondern wie kann ich Institutionen so bauen, dass abwegige Minderheitenpositionen von Kleinparteien
als Verhandlungsposition auf einmal von Mehrheiten vertreten werden müssen. Das scheint mir ein reines Repräsentationsproblem zu sein. Also ich habe keine Hoffnung, dass ich Leute, die mir jetzt was über Tempolimit erzählen, wie schlimm das ist, dass ich die überzeugen kann. Ich glaube, die sind verloren. Sondern wir müssen ein gewisses... Ja, ich weiß, ja, ich habe schon mal gewohnt. Ich glaube tatsächlich, dass wir ein Problem haben mit Minderheiten, mit der Radikalisierung von Minderheiten innerhalb von Parteien. Das sieht man bei den Republikanern ja auch deutlich, die dann sagen, das ganze Programm mitziehen und die dann in so Koalitionslogiken auf einmal Mehrheiten sind. Und das ist einfach eine schlechte Kompromissbildung und unvollständige politische Repräsentation. Und da müssten SPD und Grüne also sozusagen das auch mal sagen, so aussprechen. Wird ja im Moment auch relativ defensiv alles verhandeln. Da gibt es eine Menge Probleme. Ich glaube, es sind eher politische Probleme, als jetzt so Probleme, Leute zu überzeugen. Wenn wir so weit sind, dass eine Mehrheit daran glaubt, dann haben wir sowieso verloren. Ich glaube, mein Punkt wäre eher gewesen, dass linke Parteien oder auch sozialdemokratische Parteien eher vorsichtig sind in der Verwendung des Freiheitsbegriffs. Ja, vorsichtiger als andere. Das stimmt. Also das war auch nicht immer so. Also auch in der SPD war das nicht immer so, aber das ist richtig im Moment. Also die Leute, die fühlen sich doch irgendwie als Anwälte der Unverunsicherten und Verunsicherten trauen sich nicht mit Freiheit zu kommen, was aber vielleicht ein Fehler ist, auch strategisch. Herr Möllers, Frau Berger, herzlichen Dank fürs Kommen. Herzlichen Dank auch Ihnen, dass Sie trotz dieser aktuellen Situation den Weg zu uns gefunden haben. Ich würde jetzt an dieser Stelle zu Erfrischungen und Snacks laden. Das können wir leider aus aktuellen Gründen nicht tun. Wir versprechen, wir holen es nach, sobald es wieder geht. Lesen Sie das Buch. Es ist kein politikwissenschaftliches, kein wissenschaftliches Buch, wie Sie schreiben, sondern ein politischer Reiseführer, der wie gesagt, nicht von hinten nach vorne oder von vorne nach hinten gelesen werden kann. Man kann es in der Mitte aufschlagen, man findet gute Ideen. Leseempfehlung, herzlichen Dank und schönen guten Abend.